Krieg ich meinen Schlüssel noch wieder? Nee, nee, kannst du behalten, den Schlüssel. Den braucht er nicht mehr. Nee, den musst du mir wiedergeben. Ja, den kann ich dir geben. Und? Du musst doch ein Auge auf mich machen, dann kriegt Toto den nicht. Alles gut. Du machst Auge auf mich, nimmst den rechten Finger und dann übergibst du den Schlüssel. Boah, jetzt müsst ihr bekommen haben. Okay, probieren wir uns. Tschüss. Genau, muss ich mal den Automaten. Irgendwie glaube ich, irgendwie falsch. Nein, die Sachen sind zum Verkaufen da und nicht zum Selbstbringen. Ja, aber ich kaufe sie ja. Du kannst ein bisschen Geld in die Bar legen, dann kannst du die Flasche trinken. Das mache ich auch immer. Wait, ist dann jetzt ein Whiskey oder ein Whiskey? Eine Flasche Whiskey. Ich bemerke, dass ich kann meine Hose wahrscheinlich nicht hören, weil ich mich ganz kurz hinlegen. Dann lass das John machen, vielleicht kann er ja schon an die Bar. John, komm mal mit. Ja, ich komm. Oh Gott. Diese enge Tür, ne? Okay, komm mal mit. Moin, Peter. Okay, das siehst du den Peter hier? Ja, den Peter sehe ich. Dann reden wir mit ihm, ne? Mit dem E-Muskel. Ja. Und dann nimm dir mal ein Whiskey. Und ein Whisky noch. Ich weiß nicht, was er jetzt haben wollte. Sie. Whisky? Einmal Whisky und? Whiskey. Servus, servus. Kann man dir was Gutes tun? Oh no, ich wollte nur mal gucken, ob wer alles hier so rumschwirrt. Ich warte gerade darauf, dass mein Motorrad repariert wird. Ah, jo, warte, das kann ich dir schnell machen. No, ist schon. Ist schon jemand dabei. Danke dir. Ach so. Oh. Dann bring da mal kurz den Whiskey rüber, okay? Bei Import Bikes sind das der Dame? 36,5, ne? Ja. Was also gibt's einfach, den anderen Typ, der soll das ergeben, so ausschenken. Wem soll ich jetzt, welchem Dude soll ich jetzt das Whisky geben? Der netten Dame. Alles klar. Warte, ich muss kurz gucken. Ich hätte hier einmal ihren Whisky. Name ist ja. Annie. Möchtest du noch irgendwas machen an dem Bike? Okay. Dann ist ja ein Import. Sind das einmal 37,5? Weil da haben auch die Whisky gegeben. Hast du jetzt dein Whisky schon endlich mal bekommen von ihm? Okay, sehr schön. Natürlich hat ihn schon längst bekommen.
Ja, bei. Achso, hä? Achso. Ja, die hat den schon bekommen. Natürlich. Kannst du an die Bar? Kann ich machen, ja. Achso, okay. Kommst du auch an den Zigarettenautomaten ran? Hier links den? Ja. Ich glaube, ja. Schauen wir kurz. Kommst du ran? Moin. Ja, komm ich ran. Er ist nicht unbedingt zur Selbstbedienung, ne? Also damit kannst du Zigaretten herstellen und dann Schachteln und sowas alles, ne? Okay. Und dann komm mal mit. Komm mal mit. Braucht, hat dir die Dame jetzt schon bedient? Ja, ne? Ja, die hat ihn. Ja, er hat. Ich wollte gerade sagen, er hat ihren Whisky schon, aber. Na, sie. Okay, gut. Wenn du dir da zum Beispiel Tabakpflanzen rausnimmst, ne? Und das zu einer Black Death Zigarette oder Schachtel herstellen möchtest, dann gehst du einfach in den gelben Kreis hier. Kannst du auch E drücken, da kannst du alles herstellen. Ein Feuerzeug, getrockneten Tabak, dafür brauchst du die Tabakpflanze. Für die Zigarette brauchst du Hülsen und trockneten Tabak. Und für die Schachtel brauchst du dann 20 Zigaretten. Und für die Zigarettenhülse brauchst du Fasern. Okay. Zellulose, bin ich. Das liegt alles vorne drin. Dann kannst du immer alles herstellen und das legst dann vorne rein, die fertige Schachtel oder die fertigen Feuerzeuge. Wo liegt das denn vorne am Automaten oder wo? Genau, vorne im Automaten. Okay. Und wenn dann einer kauft, gehst dann in den Automaten, holst es raus, und dann stellst du die Rechnung aus, übergibst dann. Aber dann wo Preise dafür? Also Tuningpreise ist einmal, ne? Ja. Dann Barpreise, da siehst du auch den Preis von dem Feuerzeug, 50.000 und von den Zigaretten 30.000. Okay. Na, von den Getränken ist nichts drinnen, noch nicht. Das siehst du aber erstmal bei internem Chat. Da hat Danny was reingeschrieben. Ja. Da muss ich sag ihm das nochmal, dass er das nochmal da reinschreiben soll, bei Barpreise. Mhm. So, den können wir wieder nach vorne. Ja, schau mal eben kurz nach, wenn du so Fritz hinter dir. Verstanden. Immer kurz. Ja. Okay. Der Rot, ne? Der Rot lässt sich. Ja. Perfekt. Er musste gerade nachlesen, was das kostet. Das ist doch nicht vergessen. Hol dir mal den restlichen schnell raus und stell mal Feuerzeuge bitte her. Restlichen Stahl raus, ja. Feuerzeug gemacht, Geld verdienen. 100 Stahl finden für ein Feuerzeug. Oder 50.000 ist schon ein guter Preis. Kann man schon mal mit verdienen. Oh Gott, wer fährt da wie ein Luder?
Oh, was machst du denn hier jetzt? Hast dich hier jetzt zum Arbeiten verführen lassen? Ja, so ein bisschen. Viel Spaß. Oder was stellt ihr gerade her? Feuerzeuge oder Zivis? Feuerzeuge. Okay. Also ich zumindest. Ja, okay, dann viel Spaß euch. Anton, lebst du noch? Jo. Kannst du Zigarettenhülsen herstellen? Ich bediene gerade jemanden. Kannst du das danach machen? Übrigens, der Stahl ist jetzt leer, ne? Ja, dann hol dir mal Zellulose. Stell mal Zigarettenhülsen her. Und Holz brauchst du, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Schau ich das mal nach. Ja, Mama. Ja, ich bin ja neu. Ich muss mit Scheißtischöpfen anfangen, ne? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja? Du brauchst nur Zellulose. Nur Zellulose, okay. Okay, geh ich holen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass Push to Talk ist. Normalerweise quatsch ich immer was los. Ablegen. Feuerzeuge. Ja, mal. Stärke 12. Nee. 20 Zigarettenhülsen Wetter. Zellulose haben wir übrigens nicht mehr. Doch, da. Schon gut. Bin blind. Ich wollte eigentlich 1000. 657. Ich war blind. Meine schon. Okay, das war schon. Aber auch 20 Zigarettenhülsen. Sehr schön. Jo, könnt ein Verkäufer mal ganz kurz hier in die Werkstatt kommen? Ja. Brauchst mir noch nicht geben, stell mal erstmal Zigarettenhülsen her, so viele wie du kannst, okay? Alles klar. Da wären 52 Stück. 125 waren 2, glaube ich. Das könnte jetzt dauern. Ja, ja, das wird jetzt dauern, Leute. Ich frag mich nur, wo heute mein Mod ist. Hat sich heute noch nicht gemeldet. Danny, haben wir noch eine Mannschaft da? Mannschaft 1 oder Mannschaft 2? Das ist egal. Das ist egal. Ich hab noch eine Mannschaft, die kann ich abgeben, ja.
Könnte der Herr sich die einmal anschauen? Ich gehe sie holen, einen Moment. Ja, Jackie, irgendwie ist heute auch keiner online. Gut, ist auch ein blöder Tag heute. Normalerweise streame ich montags ja nicht. War jetzt auch nicht spontan. Außerdem muss ich erstmal rumsprechen, dass ich auch jetzt GTA spiele. Da steht die gute. Dankeschön, Danny. Hauptsache, man sieht da die Bubis wackeln. Irgendwie ein Trick, wie man mehr Zigarettenhülsen auf einmal fertigen kann? Nein. Also so monoton, wie es aussieht, okay. Gabriel, was steht denn heute noch so an? Danny, kannst du einmal herkommen wegen dem Schlüssel? Hi Darok! Ja, ich spiele mal ein bisschen GTA Roleplay. Wurde mir von so vielen jetzt gesagt, soll ich mal spielen? Also habe ich angefangen. Das heute ist mehr so ein bisschen spontan. Einfach mal gucken, wie es ankommt. Aber schön, dass du da bist. Ich bräuchte gerade vielleicht nochmal zwei Verkäufer. So. Ich bin gerade so ein paar Zigarettenhülsen machen. Tausend ist richtig, oder? Also irgendwie bewegt er sich immer weiter weg von dem Crafting-Bereich. Hat er eigentlich schon. Jo, hör mal auf mit dem Käse, du musst verkaufen, komm. Los jetzt. Ich komm. Ja, ich komm. Los jetzt. Da sind vier Leute in dem Laden, okay? Ah, brech ab, los. Und am Ende so. Will noch Danny, dass ich die berate. Ich hab doch keine Ahnung. Ich doch auch nicht. Ja, wir schaffen es. Danny, magst du einmal den Schlüssel von der Mannschaft? Zwei ohne Ahnung, ergeben eine mit Ahnung. Bezahlt. Ja. Ah, diese Tür. Auch noch, ja. Aber mal Motorrad verkaufen, wa? Jo. Die in den braunen Hosen, glaube ich. Mit den Hüten? Hey, jo. Oh. Danke dir, danke dir. Hallo zusammen. Wir wollen Sie noch was trinken? Hey, hallo. Hey, bye. Wie können wir helfen? Okay. Ich würde ein Bier nehmen. Bestellen. Ein Bier? So. Ich würde gerne mal die Double Tief Probe fahren. Die Double Tief Probe fahren? Ja. Jo, einen Moment.
Anton, ja, du bist Barpersonal. Ja, was denn? Und, ja. Ein Bierchen würde ich nehmen. Ein Bierchen? Was für Werkstatt, ein Freund Verkauf. Was ist denn die Empfehlung des Hauses? Ich meine, Sie können ganz normales Bier nehmen, das ist ganz gut. Aber sonst. Also, ich persönlich mag ja ganz gern so ein Rumbier, ne? Ich sag mal schon, der Server ist so ein Rumbier nehmen sie? Jo, bring ich ihn gleich, ne? Ich würde einen Red Bull nehmen, wenn ihr eins habt. Bitte? Kann ich mal kurz fahren? Ich würde einen Red Bull nehmen, wenn ihr eins habt. Red Bull, das müsste ich nachgucken, aber ich guck mal für sie, ne? Alternativ auch eine Cola. Danke. Jo, okay. Red Bull haben wir nicht da. Meh. Eine Coke? Cola haben wir da. Ja. Aber keine Pepsi, oder? Weiß ich nicht. Ich guck mal auch kurz auf die Inventurliste. Ich hab ja vorbereitet alles, ne? Ich schief mal kurz hier in die Ecke, gell? Ist, glaube ich, kein Problem. Ja, einer von euch beiden noch Verkäufer, oder? Ich bin Verkäufer. Also, okay. Hier. Hm. Welches Bike steht denn hinter Ihnen zwischen der Barty und der Nobi? Das Graugrüne. Das Graugrüne? Wo ist denn natürlich auch hinter gar keine Ahnung gerade von dem. Das Ganze? Weiß-grün. Ja, ja. Zwischen der Shinobi und der Barty. Was ist das? Ja, ich bin gerade. Das ist fies, wenn man nicht vorbereitet ist. Ich weiß. Ich bin auch eigentlich verdeckter Prüfer. Ja, ich wollte gerade erstmal reingucken wegen der Cola. Pepsi haben wir nicht da. Wir haben nur Cola. Sehr gut. Vier Stück. Danny, hast du eigentlich die Liste bekommen, wegen den Getränken, die wir zu wenig da haben? Jo, Danny, mein Buch hier ist halt hier. Also, das Bike, was dazwischen steht. Da hat jemand ein Rumbier bestellt, wie viel kostet das? Okay, ich sag 500. Anton, komm mal rüber bitte. Alternativ, gibt's auch noch jemand anders? Udi Rache. Ach so. War kurz, ich bin eigentlich gerade noch dabei, Getränke zu verteilen. Double T hast du gesagt. Ey, das ist doch. Haben wir die nicht in der Liste drin? Die haben wir nicht in der Liste drin. Ist das ein Import? Nein, das kann doch gar nicht sein. Wait, what? Das ist doch kein Import. Das ist kein Import. Warte, wir gehen mal hin. Okay, jo. Ich stell dir dann kurz eine Rechnung aus. Danny, was ist das für ein... Ich schrei hier doch nicht rum. Wie denn? Ja, ich hoffe, das war richtig. Ah, fuck. Ja. Ja, okay. Okay, war kurz. Ah, okay, ist so gut. So, jetzt. Okay, jo. Ich hab jetzt hier ein Bier für irgendjemand, also... Du hattest, glaube ich, die Cola, ne? Wie viele Liegestützen hast du heute gemacht? 90, ui, Respekt. Jo, nimmst du auch noch direkt die Rechnung? John, kannst du mal bitte überprüfen, was das hinter dir für ein Bike ist? Das hier. Kann mir die jemand direkt das ist mir neu, aber... Das hier? Weiß-grün, was das ist. Weiß, ja, genau. Was? Ja, schau mal nach. Ich weiß eh nicht, wie das Rumbier kostet und Danny will es mir nicht sagen. Deshalb, wie viel kostet ein Rumbier? 2000. Kreativ sein. Kreativ sein. Okay, wait. Na Jungs, wo seid ihr? Ja, das Bier könnt ihr echt eigentlich nicht. Jungs, wo seid ihr? Wir sind in der Verkaufshalle. Ja, macht er da irgendwas? Ja, perfekt, ne? Verkaufen. Irgendwie noch ein normales Bier zum Mitnehmen.
850. Ja, es geht aufs Haus, die haben bei so einem Bike. Ja, du bist bei deiner Männer in Gefahr. Crow gesprochen. Ja, dann. Yep. Ja, Bro, Was ist denn jetzt? Komm mit. Kann mir irgendjemand in diesem Raum diese Double T hier tun? Ich bräuchte die einmal getunen. Gabriel, kannst du nach vorne beim Walking Tuner hier? Hast du gerade mich gemeint? Ich soll nach vorne, kommen zum Tune? Ja, sie will einen Kunde was getunet haben. Ja, warte eben. Ja, keine Ahnung. Du bist schon da. Weißt du, was das hier für eine Maschine ist? Die hier? Hallo? Ja. Hast du gerade was gesagt im Funk? Ja, habe ich. Habe nicht richtig gecheckt, nochmal. Okay. Weißt du, was das hier für eine Maschine ist? Nee, da musst du mal gucken, bei uns im D-Funk haben wir einen Katalog drin. Da sind die alle drin. Okay, da finde ich die irgendwie. Ist das Import oder normal? Ich kenne ja nicht auswendig. Ist das Import oder normal? Das ist normal. Normal. Das ist normal. Die sind lustig. Wir haben hier Formulare, da steht drin. Hast du es rausgefunden? Nee, leider nicht. Hä, was ist hier? Was ist für eine Maschine hier? Ja. Das ist eine gute Frage. Weil ich finde sie auf unserer Liste nicht. Deshalb mache ich Bar, weißt du? Ich gehe an die Bar, ne? Ja, wenn man wüsste, was das für eine ist, wäre das ganz toll. So, du hast einmal in unserem D-Funk, hast du einmal die... Hm? Geh mal auf unseren D-Funk. Hab ich, ja. Da hast du einmal die... Bikepreise gefunden. Imports. Ja. Nein! Was ist denn das für ein Bike? Sie wissen es dann bestimmt. Ha? Ich weiß es, ja. Ich bin ja der verdeckte Prüfer. Ja, du bist. Ob Sie da auch Fachkenntnisse haben? Tatsächlich weiß ich nicht, was das für ein Motorrad ist. Mein erster Tag, ich hab noch einen Schonfriss. Das ist auch seit einer Woche. Soll ich Ihnen sagen, was das ist? Ja. Das ist eine Reaver. Eine Reaver? Hm. Ja, die war doch. Warte. Jetzt fragen Sie sich, warum ich das weiß. Das ist keine Reaver. Das ist eine Reaver. Das ist keine Reaver. Also stark umgebaute Wänden. Ja, die kann man umbauen so. Ja, okay. Ich bin jetzt aber kein Tuner, ne? Was, ich bin Verkäufer. Ja, Verkäufer. Man kann jetzt so drehen, auf wie man will, gell? Also ist ich das wünsche auch eine schon mal, Reaver. Ich wünsche auch viel Spaß bei der Church gleich, gell? Warum? Und wenig blaue Augen. Alles ich gut? Pack vorher alles weg, was ich dabei habe. Das ist klar. Sehr schön. Ja, willst du dir den kaufen? Die Reaver. Willst du die Reaver dann kaufen? Nee, aber sind so die verdeckten Prüfer. Ja, schauen, möchten Sie noch was zu trinken haben? Möchten Sie noch was kaufen? Möchten Sie noch ein Bike haben? Zufrieden, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, und noch eine, ne? Ja, noch gut. Eine schnelle Maschine wollen Sie nicht kaufen. Achso, ja, okay. Ja, okay, ich glaube, dann reicht das auch, ne? Yep, ich werde hier fertig gemacht. Was heißt fertig gemacht? Der verdeckte Prüfer. Verdeckte Prüfer. Warum sieht dieses Motorrad da hinten mit den verschiedenen Rädern aus? Apropos zu meiner Verteidigung, ich wurde noch nicht eingearbeitet, okay? Oh, noch schlimmer. Also. Genau. Ist sich voll sein mit Getränken. Ja, was ist los? Ja, das ist eine Reaver, aber ich habe es auch erst eben herausgefunden, als der mir das gesagt hat. Ja, das wusste ich halt nicht, ne? Und deswegen. Ich,
Das ist halt das mit dem Einarbeiten, damit man auch mal weiß, okay, was man mit dem Bike machen kann. Hier raus und dann wird. Ja. Die Gartner ein bisschen vergessen hat. Hier vorne weiß ich auch, das ist hier vorne, ist die Ape Crime. So, weißt du, das weiß ich. So, aber von denen, die Zombie hier, ja, kann ich auch noch aussehen. Ne? So, Zombie und sowas, das sehe ich dann noch. Aber dann hier wird es dann schon schwierig bei Leuten, die hier sowieso. Ja, noch die Roadlight, dass die erkennt man auch, ne? Was ist denn mit einer Liste einfach, was wir gerade verkaufsraum stehen haben mit Position? Haben wir doch. Also hier, was wir hier stehen haben, aber es sind alle in unserem Katalog drinne. Ja, da gucke ich ja auch immer nach. Die Reaper ist zum Beispiel so getuned, die findest du nicht. Eine Reaper. Ja, die ist keine Reaver. Hier ist keine Reaver. John. Ja. John, hör mal zu. Die Reaver ist einfach nur übelst umgetuned, okay? Ja, richtig. Deswegen. Das ist Leute, wo seht ihr hier eine Reaver? Da, das Grüne. Leute. Das Grün-Weiße ist eine Reaver. Um was wetten wir? Wetten wir um eine Maschine, dass es keine Reaver ist? Okay, dann jetzt. Setzen wir die jetzt auf Standard zurück, das ist so. Okay. Ihr habt's alle gehört, ne? Ja. So. Lang hat okay gesagt. Er hat okay. Er hat gerade ein Moped mit mir. Um ein Moped. Gut, ich geh zu Danny, dass wir das auch fix machen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hab's. Ich hab's mit meiner Bodycam aufgenommen. Ja, das ist mir egal. Denn, weißt du, das ist das. Dann sagt man, das ist eine Reaver und dann glaube ich das auch noch. Tu's nicht. Ja, nee, das. Ja, warum macht ihr das denn so? Ganz ich sag ehrlich, das, was die Werkstatt sagt. Erstens, ich bin noch nicht eingearbeitet. Nein, zweitens, ich würde das eigentlich hier total gerne machen. Aber alles wenn cool. Ich nicht weiß, was das für ein Bike hier ist, ne? Den Rest erkennt man ja einigermaßen. Double T Shinobi, Zombie 2, die zwei Breakouts da vorne, alles die Road Glide, die Sanctus. Ich mach das, weil ich mich auch damit auskenne. Alles gut, ich hab ganz, ganz lange war ich auch hier. Ja, hast du ein Glück, Quatsch, dass ich Dandy gerade nicht finde? Ne? Deswegen, alles cool. Ich mach keinen Stress. Aber vertraut mir, Jungs, das ist keine Reaver. Das ist eine. Die sieht auch viel zu komisch aus. Genau, die Reaver ist viel sportlicher, hat nicht so einen leichten Rahmen, die ist viel wuchtiger. Und es ist eine FCR 1000. Das ist korrekt, ja. Weil die Reaver, die kannst du nicht so, ich sag jetzt mal in diesen Western oder ja, natürlich, ne? Warum sagt denn keiner, aber das ist keine FCR 1000, das ist eine FCR 2, wenn dann. Oder eine FCR. Weil FCR 1000 haben wir nicht in der Liste. Ja, oder ja, FCR. Ja, können eine FCR 2 sein. Okay, da gibt's scheinbar noch eine neue. Eigentlich auch nicht. Ich kenn nur eine eigentlich FCR. Eigentlich auch nicht. 1000. Ja, wir haben FCR und FCR 2. Hannes, du hast recht, das ist keine Reaver. Das ist eine FCR. FCR kann ich dir auch nicht sagen, dann ist die aber übelst ungetuned. Ist die auch. Die hat sonst nicht dieses Schild vorne, die hat nicht hinten diese Schutzbleche und Taschen drauf. Ja, genau. Die ist vorne hier auch übelst gemoddet hier vorne. Ist die auch, ja. Weil die normalerweise viel kürzer ist. Richtig. Ja. Und deswegen. Ist eine FCR, ja. Welche weiß ich nicht. Ja. Aber, die Reaver sieht ganz anders aus. Die hat auch ganz andere Felgen. Die hat diese komischen Tellerfelgen wie genau. Von so einem. Ja. Und die Reaver würdet ihr ja wahrscheinlich nicht hier hinstellen, die man einfach so kaufen kann, oder? Weiß ich nicht. Ist doch sonst Langwaffe, oder? Ja, stimmt. Ja, aber die Shinobi steht hier auch. Doch? Stimmt, ich sehe es. Ja. Okay. Naja. So, ich brauche jetzt aber jemanden, der mir mal die Double T hier tunt. Ja, komm mit. Hier. Die ist von Andi. Ja. Jo. Ja, das Bike stimmt. Das ist aber nicht. Ja, das Problem ist, die sind getuned. Wir haben eine Liste. Wir haben eine Liste von Dingen, die im Verkaufsraum stehen. Das Problem ist nur, das Ding sieht nicht so aus, wie das aussehen soll. Deswegen finden wir es nicht. Hallo? Verkaufen Sie Motorräder für 50.000? Für 50, dann müsste ich mal nachfragen, klar, Moment. Haben wir Motorräder für 50.000 im Angebot? Für was? Für wie viel? 50.000, fragt ein Kunde. Nein. Fangen an ab
150, glaube ich, oder? Warte mal, ich mach das mal und ich mach das schon. Guten Tag, der Herr. Sie suchen ein Bike für 5000 Euro. 50. 50, ja, dann kommen Sie mal mit, stellen uns mal in die Mitte. Ich kann jetzt schon sagen, dass mit 50.000 das wird nicht. Aber ich kann mal ganz. Das hier? Ja, ich will mal ganz kurz rein. Mach den Verkauf, kommen alle Türen zu, dankeschön. Achso, und kann man. Alles klar. Wie teuer das bin ich. Kriege ich das linke Tor runter? Wie kriege ich das linke Tor runter? So. Dürfte es alles so sein. Danny, kannst du mal einmal bitte zum Verkauf kommen? Hier möchte jemand mit dir sprechen. Aber nichts zu machen. Nee, die geht immer wieder auf. Kann man jemanden im Verkauf die Türen zu machen, das nicht? Ja, kleinen Moment. Die Tür ist zu. Ja, die ist zu dir, das ist ein Tor. Ich weiß nicht, wer darauf zugefahren hat, also ich nicht. Keine Ahnung, wie das Tor runtergeht. Raus? Hinterm Zaun. Ja, okay, dann gehe ich für. Ja, kommen Sie mit, ich mache hier die Tür. Auf die Toilette. Könnte etwas länger brauchen. Einfach gleich Bescheid sagen. Bis gleich. Bis gleich. Gap. Die Tür ist zu. Gibt's da einen speziellen Schlüssel für? Wollte ein Bike für 50.000 haben? Haben wir nicht. Jetzt interessiert er sich für einen Fagio für 100.000. Ja. Diesen kleinen Motorroller. Und dann hat er gesagt, habe ich auch nicht, ich möchte hier arbeiten. Achso, nee. Lass den erstmal abblitzen. Warte mal, wir haben Dispatch bekommen. Guck ja, mal bitte jemand nach dem Dispatch. Ich bin vorne in der Werkstatt. Ich hab mal angenommen, Negan kommt gleich vorbei dann. Du musst noch viel lernen hier. Draußen wird geschossen. Ach du Scheiße, ohne Quatsch. Ja, ich hab's gehört. Locker aus meinem Auto. Ich will schon wetten. Wahrscheinlich aufs Auto, ja. Nur schon wieder diese beschissenen Hubers. Die haben hier gestern schon rumgeballert wie so eine wilden Idioten. Aufs Dach an der Seite. Achso, der steht da draußen, ne? Ja, der pinkelt. Achso, ja, okay. Das ist ein anderer jetzt. Ja, Gap, oder? Gap, machst du mir kurz an der Seite auf. Jo. Moser bleibt drin, Leute. Ich würde auch am liebsten hoch. So, was machen wir jetzt? Rausgehen? Warten. Also, ich sehe nicht, außer der Typ, der quasi unten hoch steht. Wir gehen vorne raus.
in mein Bett, ich in der Garage, Junge, scheiße. Du suchst mir bitte mal den Typen, der bei uns im Hof steht, nicht, dass er uns nicht gleich wegfällt. Du suchst den Scheiß drauf. Ja, auf der irgendwelche Waffe, weil er hat R geschossen. Nee, hat er nicht. Du, ich soll ihn durchsuchen. Ja, hab ich. Hat er nicht. Der hat nichts mit, nur Essen und Benzinkanister. Okay, ich verstehe. Check. So, gucken wir mal, worauf er geschossen hat. So, Andi und Moser sind links raus, an der Seite. Jo. Keiner da. Keine Dame, keine Dame. Keiner mehr da. Keiner mehr da. Wir haben umgeschaut, keiner mehr da. Jo. Und dann ziehen wir die Schuhe wieder an. Ja, wo ist der? Ja, halt. Reifenblatt geschossen. Ja, Reifenblatt? Immer. Ja, was für Affen. So, dann machen wir das hier. Bike zu Ende. Ja, ja. Schwere Geburt. Oh Mann. Einfach. Will ein Bike kaufen für 50k, dann sagst du dem, wir haben keine Bikes für 50k. Roter Golf. Achso, roter Golf kommt. Mit roter Golf kommt. Ja. Danny, roter Golf kommt. Ja, der ist ein bisschen komisch, aber. Der gehört, also was heißt zu uns, aber der war wegen mir hier. Wo hast du außen los? Schniegen. Muss hierher zu mir. Wird schon wieder geschossen. Auf mich wird geschossen. Von gegenüber. Ich bin inside. Ich wurde aber angehittet vom Parkplatz aus. Vom Parkplatz aus angehittet worden. Von dem Auto, was drüben auf dem Parkplatz steht. Das ist nicht in deiner. Der Golf ist meiner. Jo, drüben kam er Schuss. Ja, keine Ahnung, das ist so eine schießwütige Gang. Such einfach irgendwo eine Waffe, wenn du noch einer hast. Bist du noch draußen, Hannes? Bitte einer, Hannes, mal rein. Hallo, Jungs. Liegen, ich dir gleich die Schlüssel. Verkauf drüben. Verkauf aufmachen bitte. Verkauf, ja. Ja, das können wir auch machen. Die standen gegenüber hier auf der alten Lagerhalle. Ne, ja, ich krieg gleich noch eins, der Rock. Wir werden gerade so ein bisschen von der anderen Seite beschossen. Bei den Reapers schießen einfach schießwütig rum, zur Info. Wie ist der Status draußen? Ja, die schießen random auf Personen hier. Echt? Ich muss mal kurz die Waffe erstmal wegmachen. Sollen wir die eben draußen schießen. Wegmachen, oder was? Also, nicht die, waren also die Reaper schießen nicht, wir schießen nicht. Die waren gegenüber die waren hier alten, schießen. Auf dem alten Fabrikgelände. Ja, keine Ahnung. Haben wir wieder irgendwelche Probleme? Ich habe jetzt mal probiert, die Sache mit dem PD zu lösen. Die haben gesagt, Jungs, ja, ich guck mal eben nach, warte mal. Ja, Gap, PD hat gerade gesagt, die machen jetzt erstmal ihre Besprechung, bevor sie um die Leute kümmern. Ja. Haben die eine Macke? So,
so, so beschissen. Haben die eine Macke oder so? Normalerweise. Wozu gibt's dann die Polizei hier? Polizei, dein Freund und Helfer. Polizei, normalerweise ist schlechter, Junge. Gap. Normalerweise nehme ich das auch in die eigene Hand, aber wenn jetzt mehrere Parteien hier beschossen werden, ja, dann ist das eigentlich. Ja, keine Ahnung. Schießt schon wieder. Ja, aber Danny ist draußen. Danny ist draußen. Hast du gerade gehört, der Rock? Die haben gehetzt, sagt immer die Besprechung zu Ende. Was Danny ist auf jeden Fall draußen. Also, wir können Danny jetzt auch nicht draußen alleine stehen lassen. Die halten hier, die halten. Die. Und wenn ihr raus wollt, dann könnt ihr raus. Ich hab die Tür aufgemacht. Lass bitte offen hier, bitte. Ich lass die Tür offen. Auf einer Seite rein und da können wir die abnehmen. Danny, alles gut, brauchst Hilfe. Danny. Nochmal für alle hier Schuhe ausziehen am besten. Weil dann hören die euch nicht. Den neunten Finger. Hab's ausgezogen. Danny, antworte bitte. Hier, nochmal. Die sind gerade auf und abgefahren. Ja. Nochmal, wenn jemand hier anfängt, eine Sekundenberatung zu machen, wenn wir beschossen werden, dann raff dich aus. Wer ist denn jetzt bei dem Typen, der drin steht? Den ganzen Leuten nur was zu trinken an. Anton ist drin. Einer bei dem Platz weiß das. Nee. Will ich zur Info? Ist drüben bei der Garage. Ich kann rüberrennen und die holen, wenn du willst. Ich soll ich tryen oder ist es selbst was? Ich glaube, ich streife von dem hier auf. Achso. Wir keine Waffen hier abgeben müssen, noch einmal. Schuhe an und Waffen alle weg. Alle Waffen wegbringen. PD kommt jetzt und regelt das. Dazu, weil der da. Okay. Alle hang around zu mir. Alle. Du brauchst was zum Trinken. Geh mir mit deinem scheiß Pisstränke nicht auf den Sack. Entschuldigung. Also Jungs. Wenn wir hier, wenn draußen geschossen wird, wird keine Kundenberatung gemacht. Wenn ich sage, ein Hangaround zu mir, dann kommt ein Hangaround zu mir. Na? Jo. Und was soll ich dazu sagen? Ja, weiß ich nicht. Ist verstanden. Also, einer bleibt es bei dem Typen, der wacht den, weil der einfach, ja, eventuell dazugehört. Glaub ich nicht. Das ist einer von der ehemaligen Grove. Den haben wir heute aufgegabelt und haben ihn hier ausgezahlt, weil der für uns gesammelt hat. Okay. Ja. In Ordnung. Aber der aber kann ruhig da stehen bleiben. Alles gut. Aber Jungs, ja. Wie gesagt, na, das kann nicht sein. Jo. Gut. Ist verstanden. Ja, ziehen wir uns kurz mal zurück. Jo. Kannst du auf den aufpassen? Kartell, wenn das Kartell raus will, ja. Dann lassen sie raus, ne? Dann lass sie es hier raus. Bleibt es aber alle hier. Mhm, okay. Ja. Anton, du bist Barpersonal, ne? Ja. Bedien mal Negan, bitte. Wen? Negan. Den habe ich schon die ganze Zeit voll geschwatzt. Achso, du willst zu, ne? Ja, wir sollen jetzt aber erstmal drin bleiben. Das werden wir auch tun. Es tut uns wahnsinnig leid. Ne? Wenn du raus willst, lassen wir dich raus. Ne? Okay, wir lassen dich doch nicht raus. Willst du kurz rausgehen? Oder willst du nicht vielleicht auch lieber einen Abschluss? Das ist Greg! Hm? Wo aus dem Griff geschossen? Willst du einen Apfelsaft haben? Du willst unbedingt wenn was loswerden, oder? Wenn auf den grünen geschossen wurde, dann war das Greg. Oh, wer ist Greg? Greg O'Connor. Ah. Downtown Repair.
Also draußen auf dem Parkplatz habe ich. Negan, pass auf jetzt, Mann. Hm. Hier ist eine Cola. Habt ihr noch eine Cola, Allermann? Ja. Nee. Eine Cola, dann kommen wir mit. Ha? Ich bin reingeschossen. Nein. Aufs Tor wird geschossen. In dem grünen Golf, das ist Greg O'Connor. Warum schießt der in die scheiß Werkstatt? Hier, Jungs. Keine Ahnung. Geht auf eine Waffe. Wo ist das Kartell? Nein. Aus dem Audi da wird geschossen. Keine Waffe. Anton Brown. Und John. Ich hab eine Waffe. Komm her. Anton, wo bist du denn? Ich renn zu dir rüber. Komm ran. Ich glaube, unser Patient da hat es erwischt. Wo ist das Kartell? Wo ist das Kartell? Ich würde jetzt nicht in der Werkstatt. Ja, habt ihr die rausgelassen oder was? Anscheinend, aber die waren. Also uns hat keiner gefragt, ob die raus dürfen. Gabriel, alles gut bei dem? Ja, ich versorg den gerade. Nee, der blutet. Rum, alles gut, lauf rum auf dem Hof. Auch den RTW. Ich versorg eben unseren Gast, der verblutet sonst. Ja, versorgt den. Brauchst du noch Packbandagen? Nee, ich helfe dir kurz. Gib mir mal noch welche. Ich mach den Kopf. Jo, mach den Kopf. Ihr anderen bitte gucken. Die Tür hier ist zu. Welche Tür? Die, unsere Werkstatttür, die ist zu. Ja, soll die nicht auch zu. Komm her, gib den Prospects bitte, den Hangarounds bitte mal die Packbandagen, die sollen hier den Hannes versorgen. Ich geh mit raus. Ich bin schon gerade. Ich komm. Von wo gehst du raus? Okay, ich komm mit. Soll ich mitkommen? Oh nein, ey. So, das kriegen wir wieder hin. Was machst du gerade? Was machst du jetzt da lang, Hals? Raus, holt dir, oder? Ja, okay, liegt noch einer da. Alle Türen zu. Es liegt keine mehr außer Hannes. Hab ich gemacht. Alles zu. Und die? Oh. Augen aufhalten, wo die Typen sind. Negativ, aber glaub, braucht man nicht, oder? Ich krieg mal trotzdem mal hin. Ja, macht er selber, weißt du? Ich krieg aber trotzdem mal hin. Bewusstlose Person nach Angriff der Huber. Können wir nicht eine HLW durchführen? Kann man, ja. Verständlich. Schauen wir mal. Vorsichtig. Wir kriegen ihn wieder hoch. Alles gut. John, ja, guck mal bitte, ob Negan noch da ist. Ein Auto auf der Straße, eins auf dem Parkplatz. Hat er denn auch für ein T-Shirt an? John, geh in die Bar, guck, ob Negan da ist. Ja, blaues T-Shirt an. Rein, hol den Moser raus, soll. Alles klar, ich schau nach. Wen soll ich holen? Den Moser, das ist der Typ in dem weißen Pulli. Die Prospects sollen die Wunden verbinden. Bei uns, also der Andi steht bei uns auf dem Dach. Ich soll das weitergeben an euch. Okay, Andi auf dem Dach. Negan ist im Lagerraum bei den Zigaretten. Einer schießt gegen das Tor von der Mechanikerwerkstatt. Ich bin gleich hier vorne alleine, Jungs. Kann nicht sein. Komm wieder ran hier auf den Meter. Soll ich zu dir vorrücken? Ja, hol den Moser und komm wieder raus. Jo, mach ich. Wenn jemand Negan sieht, schick den mal bitte zu uns. Wohin? In die Mitte vom Gebäude. Alles klar. Negan? Ja? Du sollst einmal in die Mitte vom Gebäude. Guck dir auch links und rechts am Gebäude, ob die da immer stehen. Nicht, dass die einfach nur auf die Straße schaut. Jo.
Da steht ein grünes Auto mit Unterbodenbeleuchtung ganz selbst. Ja, das hab ich schon gesehen. Das ist Greg O'Connor. Ich würde gerne von dem Kartell, ob die schon jemanden davon erledigt haben. Ja, bei mir liegt jemand. Negan ist in der Bar. Schick Negan bitte durch die Werkstatt. Ja, die haben einen, von denen haben die jemand erledigt. Steht jemand. Negan sollst aber durch die Werkstatt. Generell. Haben die keinen erwischt. Die Polizei ist da. Die Polizei steht vor der Werkstatt. Ist Rettungswagen. Achso, okay. Soll ich das Tor aufmachen? Hat er schon, hat er schon. Okay, sehr schön. Tor ist wieder zu. Geleitet bitte das Personal rein, damit die drin sich um die Verletzten sorgen können. Und dann machst du das Tor dazu. Dann kommst du wieder raus. Da kommt ein Motorrad. Oh. Hände hoch. So, einmal hier vorne links ist einer und rechts ist einer. Für gar keiner, ne? Am besten, oder? Okay. Darauf ja, raus. Los, nimm die scheiß Waffe runter, Alter. Ich bin noch auf dem Dach, soll ich hier noch bleiben? Ja, Derox, Sterben ist hier beim RP ein bisschen schlecht. Alles dabei. Soll ich ihn einmal durchsuchen? Ja, hast du schon gedacht. Habe ich aber alles gesehen, mein Freund. Ja. Ich bin noch auf dem Dach, soll ich hier noch wachen bleiben? Die können wir mit jemand anderem fixen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ja, er ist weg. Ja, ich hab ihn umgeschossen. Oder? Ah, okay. Der gleiche Sekunde ist der raus. Sehr schön. Ich hab alles aufgenommen, was gut. Ah, gut. Gleiche Sekunde, wo ich den umgeschossen habe, ist der raus. Ah, nicht schlecht. Ja, super. So. Ja. Das soll blöd sein. Beim gelben Seiten ein Beitrag veröffentlichen. Also um die Verletzten wird sich gerade gekümmert, um beide. Sehr gut, okay. Nee, ich glaube, so weit das nicht. Ja, meine Kuppe noch im Tutor. Ich frage mal, wie viel Epilepsie, Junge. 120. Ich finde, der geht sogar noch voll. John, Mike ist jetzt egal. Ja, er hat's so wie hingestellt. Und ausgemacht. Kann auch sein, dass das der alleine war. Auf dem einen Dach. Und du bist ja der Neue hier, oder? Oh. Ich bin der Neue hier. Ja, heute in den ersten Tag, oder? Richtig, genau. Sag mal so, so geht's. Also ich hab nicht noch eine Verletzung und das war jetzt auch keine pure Willkür, dass wir das gemacht haben, weil auf den gelben Seiten, das ist eine App auf dem Handy. Ja. Kann man ja so Sachen posten. Und da hat der Kollege reingepostet, dass er zu dieser Gang gehört. Leute auf dem Dach gesehen worden durch andere. Und jetzt hat er sich umgezogen und meint hier wieder auf gute Welle zu machen. Diese Scheiße hier schon wieder. Dann sind Leute auf dem Dach gesehen worden, soll ich ja sagen. Bei 717. Oh, nee, 3017. 3017, gut. Du mich aus irgendeinem unerfälligen Grund hinter uns sein, ne? Ja. Bitte einmal powernappen und vielleicht da nochmal dein Gedächtnis ein bisschen aufräumen. PD rückt an. Das ist die Garage drüben, oder? PD kommt, Waffen wegbringen. Ja. In Waffenschein. Alle Waffen weg. Sofort. Ansonsten muss ich leider sagen. Sollen wir die Waffe irgendwo hinbringen? Ihr könnt schon. Ich würde doch die PD natürlich nicht verraten, dass die auf 30-17 sind, ne? Weil das kriegen wir alleine. Ich glaube, das PD ist nicht groß. Ja, wir müssen irgendwie die Waffen wegbringen, ne? Ich habe einen kleinen Waffenschein. Ja.
Ja. Wie geht's dem Herrn? Ja, du, ne? Danke dir wirklich. Hast du noch irgendwas Illegales? Pack das weg. Ich hab nix. Gib das irgendwem, der einen Schein dafür hat. Ich hab nix. Okay. Ja, wie Bio gesagt, natürlich. Er scheint mich ja aus der tiefen Bewusstlosigkeit nicht hören zu können, also muss ich das Notfallteam rufen. Ja, halt schade. Ich habe versucht, seine Wunden zu versorgen mit Backbandagen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ja, du kennst doch dieses typische Problem, was wir noch ab und zu haben bei Leuten, die ihr Gedächtnis nicht aufräumen. Okay, ne? Hast du noch irgendwas Illegales bei dir? Ja, ich weiß, was du meinst. Die sind ein bisschen Brain AFK, ja, I know. Genau. Brain Damage. Aber ja, denn. Ja. Okay, den anderen geht's wieder gut. Den anderen weiß ich jetzt nicht. Ja. Du hast einen Wasser. Der liegt da nicht mehr, musst du gut sagen. So, wie geht's dem Herrn? Dem Herr, da kommt das. Kann einer der Waffenschein dann ganz kurz zu mir kommen und mir meine Waffe abnehmen? Bitte was? Was? Jo, komm mal ganz kurz zu mir. Meine Waffe geben oder wem? Normale Problem, okay. Was wir schon öfters hatten. Nee. Okay. Sag mal, wie viele Liegestütze du gemacht hast. Ja, das geht, dann muss es halt leider so gehen. Okay, ja. Nicht mal in den 100ern Bereich, ne? Wenn du sein musst. Ja, ich weiß. Brauch ich. Ja, PD ist draußen, sag ihm, dass mal einer von den hier aufsperren. Achso, du. Eine Streife, das hab ich ganz vergessen. Natürlich schön direkt die Sperrzone, ne? Ja, jetzt. So, alle Geschenke sind unterm Baum. Eine Streife, gut. Ich hätte gesagt, ich erkläre mal, was hier so vor sich ging, oder? Weiß mal genau, was gesagt werden. Weil hier ist ja richtig Massenauflauf jetzt. Ihr kennt ja die neue Gang, die es hier gibt. Wie riecht das ab, wa? Der Meier wollte mir eine Streife schicken vor 20 Minuten. Ja, ja. Aber ich frag mich halt, wo ihr die Kopf gerufen habt. Weiß ich mal noch selber. Ja, die Reaper und Millennium Seite an Seite. Ja, nee, die waren hier und haben Bikes gemacht, dann ist das einfach passiert. Ah, okay. Wir haben ja geöffnet. Ja, wir haben hier Bikes für die gemacht. Ja, weil das ist halt immer noch Ben. Ah, so. Was? Ja, aber mitten im Tuning. Wer merkt das denn? Keiner. Pass auf, die müssen nur irgendwie sein. Ich glaube, die sind nicht schon bei 370 auf dem Dach gewesen. Der Anton hat die eben gesehen. Na? Schon. Was, seit wann haben die so viele SWAT-Wagen? Sind die bescheuert? Hä, den SWAT-Wagen haben sie doch schon vor lange. Ja, das sind aber halt zwei. Hey, wait, warte mal. Ah, nee, stimmt, den erinnerst du dich gar nicht mehr, ne? Aber der ist ins Schlafen gegangen. Doch, ich erinnere mich an alles. Ah, ja, stimmt, alles in die Wege geleitet, alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr waren. Auf jeden Fall, einen haben wir gehabt und ja. Sonst schaut es im Moment mau aus. Ich muss schon sagen, die Polizei gesagt, ist hier zwar langsam, aber effektiv. Wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, ja, so müssen wir was machen. Ja? Gelb, soll ich mich um Nigeln kümmern? Denkst du jetzt gerade schlechter Zeitpunkt, um nach einem Führungszeugnis zu fragen? Das ist jetzt. Alter, wenn du das machst, ne, dann. Gelb, soll ich mich um Nigeln kümmern? Okay, Nigeln, komm mal mit. Ja. Ah, die Arme mit Pidi. Sie müssen aufschließen. Ja. Wo ist Danny? Weißt du, wo Danny ist? Ich glaube, vorne war der gerade noch. Aber, wie sieht eigentlich aus dem Führungszeugnis von Kiel? Lass mal kurz fragen. Sag mal das Andi. Ich hab mal angefragt, dass Danny, ich der Andi bekommen, sucht so, dich. Für einen Waffenschein. So. Lang. Ja, ja, ich komm jetzt. Okay, ja, das mach ich. Danny kommt sofort. Ja, ja, okay, verstehe ich. Okay, die fand ich nicht so lustig. Euch mal, ich habe jetzt gerade den beiden Personen drüben gesagt, dass die das Fahrzeug drüben. Ja, Jackie, ist eine richtige Party, ihr wollt gerade geschossen. Nur die Bullen brauchten sonst schon, bis die hier ankamen. Berechnen. Farbe und so schenke ich dir. Oh, danke. Machen wir 80k, dann passt das. Perfekt.
schreibe eben nur rein Tuning. Ja, soll ich dir die Waffe wiedergeben? Ja, gib mir die mal. Ey, ich hab's in Deckung. Mein IQ ist heute 27. Ich hab eine Idee, Danny. Vorsicht, geht mal kurz zur Seite, ich geb ihm eben eine Rechnung. Bitte. Da gab's Bode bis zum Schluss, okay? Ja, war schon. Weil ich hab keine Waffe, ich hab kein Messer, ich hab gar nichts. Ich kann mich mit den Schützen prügeln, das ist alles. Warum soll ich das? Mit dem Messer zur Schießerei schon scheiße. Aber dann bloß Fäusten, Selbstmord. Gut. Aber jetzt sollte man natürlich auch wissen, dass auch die, also dass auch der Rebound sie jetzt zählt, dass der Huber Igel, glaube ich, hier unter dem Ding, wenn der so. Was schreit denn ihr so da hinten? Könnt ihr mal die Schnauze halten? Was, wir sollen rumschreien? Versteht man kein Wort. Ich sag, wir haben ja auch die geschossen und die sind auch dabei gesehen worden, also von daher. Jo, hey. Spätestens jetzt. Hey. Na, wie geht's? Das hat mir einfach mal ganz gut, so außer dass man nutzlos war jetzt, ne? Ich habe keine Waffe, ich habe kein Messer, ich habe gar nichts. Ich hatte auch nichts, aber dann habe ich alles bekommen. Von wem? Komm, gehen wir mal ein Stück rüber dann. Dann nerven wir den nicht, ne? Ja, von wem hast du das bekommen? Ja, hier von Danny. Achso. Einfach nachfragen. Wo stehst du mal ummachen? Achso, ich habe einfach nur gerade deinen Namen in der Konversation gesagt. Du warst nicht angesprochen, sorry. Jo, ne? Ich hab grad so hier geguckt, was wir noch da haben, was wir wieder bestellen müssen. Ja. Und plötzlich passiert sowas, weißt du? Immer wenn man hier irgendwas Interessantes macht. Immer wenn man arbeitet. Ihr seid sicher im Funk von den Reapers, oder? Jo. Ruft mal bitte alle Reapers hier hin, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir müssen nämlich alle die gleiche Aussage von PD machen. Ach so. Könnt ihr mal alle ganz kurz herkommen? Wir müssen uns absprechen, dass wir alle die gleiche Aussage von PD machen, wurde mir gerade gesagt. Ein Moment. Ist ja Danny schießt, sagt einen Moment. Sagt, oder? Ja. Hat dich gesagt, oder? Alles, jetzt alles für die Ehre oder für den Tod, ne? Weißt du? Ich mich da reinschmeiße. Ja, wir sind ja gerade alle auch noch im Schock, weißt du? Ja, ja. Da kommen wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt hin und machen dann die Aussage. Ja, aber weißt du, ist halt dann schon beschissen, wenn es jeder anders sagt, gell? Ja, aber da. Wollt ihr was zum Trinken haben? Nee, danke. Oh, hab davor mein Rumbier schon gehabt. Alles gut. Also, wenn die. Danny, wie... Der. Die, ich habe jetzt nachgefragt, die werden gleich dann alles aufnehmen, alle Schäden und so, ja, auch in unserem Fahrzeug. Wir müssen aber alle die gleiche Aussage tätigen, gell? Das heißt, okay. Dass halt jeder das gleiche ungefähr sagt. Nicht, dass jetzt der andere sagt, ich habe zuerst geschossen. Dann sag einfach mal eine Geschichte und dann gucken wir, was wir davon halten. So. Hangaround, halt mal die Schnauze, das macht der Kartell Don selber. Ich war draußen, habe ja mit dem PD schon geredet. Ja, wo die angekommen sind. Da habe ich ja gesagt, dass die auf uns losgeschossen haben ohne Grund. Jo. Dass die anscheinend wütend auf uns waren, was auch immer. Den Grund können wir nicht feststellen, müssen die herausfinden. Und dass ihr angeschossen wurde, könnt ihr ja sagen auch, ob ihr angeschossen werdet oder nicht. Ja, auf jeden Fall vom Hannes die Reifen wurden zerschossen. Und einen haben wir festgesetzt. Sagen wir nicht, dass wir ihn umgeschossen haben, festgesetzt. Ja. Da ist Handfesseln und dann ist er schlafen gegangen, wird sich aber drum gekümmert gerade. Alles gut. Weil wenn wir auf die schießen, ja, auch wenn es Notwehr war, gibt es trotzdem eine auf dem Deckel. Haben ja, wir gerade die letzten Tage auch mitbekommen. Genau, genau. Gut. Ich glaube, das ist so das ja. Einfachste und Plausibelste, gell? Natürlich. Hat mich ja auch gerade schon einer gefragt, so von denen so, ja, das ist aber lustig, das Millennium und die Reapers zusammen. Und dann habe ich nur gesagt, ich so, die waren hier, wir haben geöffnet, die haben ihre Bikes getuned. Ich so, soll ich jetzt, das ist doof. Ja, ja. Ja,
keine Ahnung, klar, was die da für einen Scheiß machen. Also ihr dürft halt keine Bikes tun oder keine Autos kaufen, weil ihr nee, halt klar, die seid, die ihr seid, weißt du? Mhm. Ja. Selbstverständlich. Macht Sinn. Total. Aber einer der Bullen meinte ja auch letztes Mal zu mir, der ist Halbgott, also von daher. Meinen die. Ich kann ihnen so viel erlauben. Richtig. Und vor dem Baseballschläger kniet er trotzdem. Einen Moment mal bitte. Ich muss euch ehrlich sagen, die Jagdwaffe, die ist sexy, das sage ich euch. Ja, kann ich ja noch nicht machen. Ich muss ein Führungszeugnis haben. Die meinst du mich, ich muss 14 Tage warten. Ach so. Wegen Straftaten, meinst du, oder wie? Ja, ja. So. Also wäre es jetzt blöd, wenn so, du jetzt was bekommen würdest, gell? Ah ja, ich kläre das schon. Ja. Sag mal, Jungs. Tage warten, ja. Da wir jetzt ein bisschen Action mit uns haben, habt ihr Bock auf ein bisschen Vergnügen? Also, wollt ihr ein Vanilla Unicorn, ja? Nein, pass auf. Die zwei Hangarounds, geht mal komplett weg. Jo. Willst du was zum Trinken haben? Ja. Hab ich dir schon die Rechnung für die Cola gegeben? Ja, ne? Nee, dann mach ich das doch noch, ne? Achso, hier, Rechnung kriegst du trotzdem. Pogo, weißt du? Ah, das ist mir klar. Dunkles Grün. Da eine Koka. John, du stehst da echt beschissen. Trinkgeld ist willkommen. Ich geh weg. Sprechen die gerade Praktikantenklatsch? Nee, die planen vermutlich irgendwas. Und regen sich über uns auf. Ja. Natürlich Praktikanten, dazu nichts zu gebrauchen. Hey, ich hab mehr gemacht als du, ne? Ja, doch nichts. Ah, guck mal, was kommt denn da jetzt? Da kommen die Party-People. Ja, ne, komm, so, wir gehen mal kurz rüber in die Bar, komm mal. Dass sie sich alle einmal aufteilen. Es kommt jeweils ein Beamter zu Ihnen und nimmt dann die Aussage auf, was hier gerade passiert. Ich krieg noch den einzelnen Befragen. Ein Bier für dich? Ja, sag ich nicht nein. Ist Louis? Nee, das nicht. Nicht vor der Befragung. ja, Markus, ich hol dir kurz ein Bier, ne? Was für ein Bier willst du? Ich glaube, normales reicht. Ja, denk dran, du musst Vollpreis zahlen. Ne? Das ist mir scheißegal, dass du hier arbeitest. Was kostet denn eins? Danke. Also, ja. Lass uns mal rübergehen wieder. Moin. Ein bisschen mehr. Wir haben ja hier, Sie können. Das Gebäude ist erstmal gesichert. Menschen, Unding, wie unhöflich, weißt du? Ja. Was, wir werden ignoriert? Guck mal, wir werden einfach ignoriert, ja, aber weißt du? Nee, guck mal. Moin. Das hat nichts unhöflich zu tun, das hat was damit zu tun, dass sie gerade mit Waffen geballert wurde. Es zig diverse Beschädigungen gab und sie jetzt hier gerade sagen, es ist wichtiger, das Motorrad zu verkaufen, als vielleicht Ermittlungen aufzunehmen. Ja, deswegen weil haben wir jetzt gerade damit Geld verdienen. Ja, könnt ihr ein bisschen leiser reden, bitte? Danke. Oh, sorry. Gehen wir mal noch einen Schritt rüber. Ja, trotzdem hat seine Ermittlungen natürlich auch hervorragend. So, ja. Aber trotz alledem, es war nur eine Frage, ob die da vorne ein Zeugen sind, die noch befragt werden müssen. Ich habe ja niemanden. Ach so, ja, kein Stress. Ich glaube, das kam auch ein bisschen aggressiv früher. Das tut mir leid. So, alles gut. So, Sie beiden waren Zeugen? Oder wie ist Wie definieren das? Sie Zeugen? Waren Sie hier vor Ort, als die Schüsse angefangen haben?
Ja. Ja, das kann man so sagen, ja. Dann müsste ich doch bitte einmal kurz Ihre Personalien aufnehmen. Können Sie mir dafür bitte einmal Ihren Personalausweis zeigen? Müssen wir die abgeben? Ja. Sicher? Ja. Ja, dann fangen Sie mal mit dem Herrn an. Nee, wieso? Weil der Herr vielleicht ja mehr weiß als ich. So, man weiß es ja nicht. Red dich da jetzt nicht raus. Ich wollte gerade sagen, also es kommen eh beide dran, also... Ja, aber dann fang du einfach mal an, so, weißt du, ich. Ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Bin ja erst der erste Tag hier. Aha, da vorne ist also was zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen, hab ich ja gesagt. Nee, der Kollege, der jetzt weggeht. Nein, der muss pinkeln. Ja, okay. Genau, dann seien Sie doch nett und zeigen wir mal kurz Ihren Perso. Ja, klar. So, und Perso dran. So, Herr John Davis. Super, danke schön. Dann kriegen Sie ihn einmal wieder. Ja, könnten Sie mir bitte auch noch einmal kurz Ihre Telefonnummer geben? Eventuell rückfragen würde, falls noch was sein sollte. Ja, kleiner Moment. So, meine Telefonnummer ist 133. 133. 52. 52. 59. 59. Alles klar. Super, vielen Dank. So, dann berichten Sie doch mal bitte, was Sie mitbekommen haben, was passiert ist, wie das für Sie alles abgelaufen ist. Also vom Prinzip her habe ich nur draußen Schüsse wahrgenommen. Mhm. Habe mich dann in Deckung begeben. Ja. Wann sitzt du im Zeitpunkt hier drin also? Ich war erst drüben im Verkaufsraum, habe ich Schüsse wahrgenommen, bin dann hier in den Bereich, weil da hier weniger Fenster hat. Ja. Habe mich dann hinter einer Säule versteckt, dass ich nicht getroffen werde von Querschlägen oder dergleichen. Nachdem dann hier zwei verletzt worden sind, habe ich mich um die Versorgung der Verletzten mitgekümmert. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Die beiden Verletzten wurden wahrscheinlich von einer Kugel getroffen, vermute ich jetzt einfach mal so. Richtig, ja. Wo genau, kann ich nicht mehr sagen, aber verletzt wurden sie durch eine Kugel. Die haben sie dann verarztet. Okay, wissen Sie rein, welche beiden Personen das waren? Haben Sie einen Namen? Leider nicht. In der Hektik konnte ich nicht die Ausweise kontrollieren. Ja, natürlich. Da hat man auch manchmal andere Sorgen. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Meinst du nicht? Ja, ich muss erstmal reinkommen, Dragon. Gelb, du müsstest. So, können Sie denn die beiden Personen etwas beschreiben? Ich finde hier zwei Sachen. Die verletzt waren. Genau. Das war einmal ein Herr in einer gelben Hose. Dankeschön. Einer gelben Hose, ja. Ja, und der andere Herr hatte einen schwarzen Rollkragenpullover an und einen Hut. Dieser lag da links, also von ihm aus rechts im Verkaufsraum. Okay. Gut, und sonst ist Ihnen nichts weiteres an denen aufgefallen, wo wir die vielleicht da dran identifizieren könnten? Leider nicht, nein. Okay. Mussten die denn vom Notfallteam abgeholt werden? Vermutlich ja, ne? Einer ja, der zweite, den konnten sie so wieder. Der hat einen guten Strafschuss. Das ist doch gut, wenn der dann. Welcher Herr war das, der noch geholt werden konnte? Mit dem Rollkrankpullover. War das vielleicht. Ja, okay, gut, aber dann bleiben wir schon mal rein, ne? Perfekt. Der gerade vor dem 2 SWAT Agent steht. Könnte sein, ja, das passt zumindest. Könnte sein, okay. Was los? Nichts ging nicht um sie, alles gut. Ach so. Weißt du noch, wer die beiden verletzt waren? Weil du kennst die Leute ja ein bisschen besser als ich. Nee, weiß ich jetzt leider gar nicht mehr so. Ja, kann ich leider nicht wirklich helfen. Ja gut, alles klar. Nee, wenn sie sonst nichts weiteres sagen können, dann wäre es das auch schon von meiner Seite aus. Wir haben ja ihre Telefonnummer und falls noch sich irgendwelche Fragen im Laufe der Ermittlungen ergeben würden, würden wir uns einfach nochmal melden. Alles klar. Gut, dann vielen Dank für Ihre Aussage. Und dann würde ich gerne mit dem nächsten Handy weitermachen. Mhm. Haben Sie Ihren Perso jetzt griffbereit? Ich hatte den natürlich die ganze Zeit griffbereit. Ja, der war, das ist mein erstes Mal, mein gestreamtes erstes Mal, sagen wir mal so. Und das Problem ist, ich bin hier seit, wenn es hochkommt, 2 Stunden. Davor war jetzt eine halbe Stunde hier Stress mit Schießerei, wo wir nicht viel machen konnten. Also es wird noch besser und mehr. Erstmal reinkommen, weil doch die Steuerung hier in dem RP sehr komplex ist auf dem Server.
Deswegen, ja, wird besser. Aber tauschen Sie einfach. Also können Sie mir sagen, was da drin steht oder was da noch drin steht? Aber ich habe hier nur einen abgeschlossenen Fall. Ah, der Rest wurde gelöscht. Ah, okay. Ja, ist ja schön. Ja gut, dann bin ich Ihnen, dann bin ich ganz offen. Da hätten Sie mir doch direkt die Perso zeigen können. Ja, das war's ein Kack, ey, weißt du? Ja, kann ich mal verstehen. So, dann hier schon mal die Perso zurück. Ja, vielen Dank. Ich liebe korrupte Cops. Was? So, dann, was wollen Sie mich fragen? Genau, also für uns, ich bräuchte erst einmal noch bitte für die Personalien einmal Ihre Telefonnummer. Bin ich verpflichtet, die Ihnen zu geben? Da fragen Sie jetzt was? Das kann ich so ehrlich gesagt nicht beantworten. Also ich habe gerade eventuell. Boah, jetzt heißt erstmal warten, bis die Cops hier wieder abzischen. Da können wir vielleicht mal auf was machen. Dann lasse ich mir vielleicht vom Gehen mal erklären, wie das hier überhaupt funktioniert mit Verkaufen und etc. Oh no! Nicht? Richtig? Nicht gut? Ist euch auch so warm? Gefühlt wird es heute Abend immer kippen, immer werden noch schwüler. Leider gar nicht, also wir sind raus. Ich gerne mal hinter der Bar, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, gut, wir haben da jetzt ja schon länger nicht mehr geguckt, was wir noch da haben. Und dann war ich, jo gut, dann mach ich das mal, so Bestandsaufnahme. Das muss man ja auch mal machen, weil sonst hat man bald nichts mehr, ne? Und dann habe ich das halt so gemacht und dann habe ich ja gesehen, so, jo, wir haben ein bisschen wenig Whisky. Aber eine Flasche Luft? Meine Luft ist ja quasi kein Alkohol. Oder ein Getränk, weil es ja einfach nur Luft. wo war ich denn? GTA Live, okay. Das sagt mir jetzt gar nichts. Boah, das ist aber. Boah, ist nicht ganz. Deswegen hier findet auch einiges statt. Wie gesagt, ist der erste Tag, also das wird hier auch mehr und aufregender. Zu den Schienen habt ihr hier ein paar Bubis. Geht auch, oder? Der Rock, passen die Bubis da? Hier ist verpackte Bubis. Ach, die Bubis. Ah, okay. Ups, reicht nicht. Also die jetzigen Server sind schon extrem aufwendig gemacht. Allein schon, was ich hier für kleine Sachen habe. Dann bin ich einmal kurz rausgegangen, um hier zu gucken, was großes Management-System. Schnell den Decken gerannt. Aber du hast sogar gar nicht so viel erkennen. Anatomiesystem, wie siehst du, wenn du verletzt bist und so, also ist schon größer. Und hier ist halt ein guter Freund für mich drauf, deswegen bin ich auch hier drauf gegangen. Kosten dafür. Hab ich. Alles klar. Dann hast du jetzt, schon bezahlt, hier Verus? Später, ich habe nächste Woche Spätschicht, also ich kann noch was länger machen.
denke mal so 12 Uhr wird es bestimmt. Bremsen, das alles gehört zum Aha. Da musst du um 12 Uhr nochmal reinkommen. Und halt hinten und vorne was. Einmal nur Spaß. Ist ja nicht schlimm, ich kann ja auch einen Raid starten. Ist ja alles kein Problem. Wenn raus muss er raus. Und schlafen, und schlafen. Alles gut. Das ist die richtige so, ne? Hä, aber. Ach, die Kiste, ja. Ich hab grad hier nach der Folie geguckt, ich Affe. Was war hier, glaube ich? So, jetzt haben wir aber hier. Kannst du haben, alles gut. Wie kommst du so weit zum Bäcker, Wolf? Wir haben Felgenfarbe geändert. Wir haben nee, Felgenfarbe nicht, nur die Felgen. Genau, Felgen geändert, genau. Ach man, das ist nicht so kleine Details, ne? Ach, hat er Pause gemacht, okay. Ja. Noch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen für die Herren. Ach nee, das ist lieb, aber ich glaube, ich muss gleich mal zu meinen Kollegen zurück. Ja, die packen auch gerade alle langsam zusammen. Gut, alles klar, dann. Ja. Ah, diese Tür! Und die. Also können Sie auf jeden Fall eine Aussage treffen. Eine Aussage. Ich stelle nur eben die Rechnung aus, ne, wenn Sie genau, zur Seite gehen und dann sofort. Alles klar. Alles klar, wir warten. Mal schauen, was jetzt gleich noch so abgeht. Wir wollten ja gleich irgendwo hin, wo es Spaß gibt. Spaß ist, glaube ich, immer gut, oder? Und kommt dann wieder hier hin. Alles klar. Und hast du alles erzählt? Der ein ziemliches Kränzchen da gemacht. Boah, ich hab einfach so ein bisschen von meinem Tag erzählt und was ich so gemacht habe. Und ja, mir geht's ja voll schön hier. Und ne, ich hab da die Bestandsaufnahme gemacht. Der ist mir aufgefallen, boah, wir haben ja voll wenig Köhler. Und da habe ich ein bisschen neue Kohle bestellt. Und so habe ich ihn dann 5 Minuten voll getextet. Und ja. Alles klar, Dwayne. Und dann hat er keine Lust mehr. Und jetzt ist er zu seinem Chef gegangen, um noch nachzufragen, welche Informationen ich ihm jetzt genau noch geben muss. So gesetzlich. So. Well, Gray hat mir gesagt, dass ich dem eigentlich nichts sagen muss. Das ist Gray da? Ja, ich habe mit dem telefoniert. Oh, geil. Man kann dich ja mal anrufen. Wo ist er denn hier? Jason Gray. Was unser Anwalt. An? Guck mal gleich, sag ich dir. Kann ich dir gerade nicht sagen. Moment. Ey, ich find's so lustig, weil ich wurde eigentlich noch gesucht, aber das hat anscheinend irgendein Officer gelöscht. Ja, oder, ja, hat doch was, ne? Cool, ne? Weswegen denn überhaupt? Ich wurde vielleicht, also ich kam gerade von der Pflanzensammelaktion wieder. Ach so, okay. Da wurden nicht gecatcht oder was? Ja. Also es waren 2 und später war es halt dann nur noch einer. Oh, die haben es vergessen einzutragen. Vermutlich. Ja. Gott sei Dank ist das Justizsystem hier unfähig, ne? Ja, ne? So, dürfte ich nochmal kurz stören? Nee. Na, Spaß. Also, Sie sind verpflichtet, als Zeuge Ihre Telefonnummer zu sagen. Sagt wer? Das sagt mir der Polizeichef. Wir können jetzt gerne alternativ... Oh, welcher? Das sagt also, der Herr Bauer. Oh, nee, mit dem will ich nicht reden, okay.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es bringt ihnen auch nichts, ehrlich gesagt, wenn sie die Telefonnummer verheimlichen, im Zweifelfall. Also, wenn sie sehen, unbekannte Nummer ruft an, dann geht es entweder dran oder nicht. Aber, ja, also ich kann nur sagen, alternativ müssen sie ihren Rechtsanwalt hier holen und holen die Staatsanwaltschaft. Dann müssen wir es so klären. Aber. Warte. Geben Sie mir eine Sekunde, okay? Ich frage da ganz schnell nach, okay? Machen Sie das. Warten Sie einfach hier kurz. Jojo! Und wie geht's Ihnen so? Ja, Frau und Familie. Keine Frau, keine Familie. Als Polizist ist man im Beruf verheiratet. Ja, ne, mit dem Schweinestall da. So, ja gut, schade, er geht nicht ran. Ja, okay, gut, dann gebe ich ihm halt die Nummer. Nervig. Aber die steht nachher nicht in meiner Akte, ne? Nee, die steht in einem Untersuchungsbericht. In Situation. Wie sieht's da aus mit der Speicherung von sensiblen Daten, so? Sowas wie Name und sowas, das kann man ja schon als, das sind ja sensible Daten. Sie wissen, dass sie eine Akte bei uns im System haben, ne? Ja, aber wie werden die gespeichert? Sind die sicher vor Hackerangriffen? Sind so sicher vor Hackerangriffen wie alles mögliche, was sie auch bei sich rumtragen. Wahrscheinlich noch viel sicherer bei uns auf dem Server. Ja, nee, ich trage ja nichts mit mir rum. Ihr Handy zum Beispiel. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe kein Handy. Okay, dann habe ich immer die komischen Einbildungen. Glaube ich auch. Also ich brauche meine Nummer. Was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass ich kein Handy besitze? Dann glaube ich Ihnen nicht. Schade. Okay, dann 735-5702. Warte, 735? Okay, perfekt. Nee. Ja, ich hab Ihnen meine Nummer gesagt und ich habe einen Zeuge, der das bestätigt. Bitte nochmal. Okay, ja. So. Wir wollen ja heute mal nicht so sein, okay? Genau, machen wir den Abend nicht noch schwerer, als er schon ist. 0.6 Beta 1. Die ist ein bisschen anders als gerade, ne? Echt? Ja, ich glaube, ne, als Beta wüsste ich noch nicht ganz, dass man es auf dem Handy eingeben kann. Ja, der hat ein gesichertes Handy, das ändert sich alle 30 Sekunden. Ja. Ja. So, bitte, auf geht's. Prüfen Sie die Nummer auch nach? Ich prüfe nicht nach, aber falls Sie wer versucht zu erreichen und dann stimmt die Nummer nicht, wird eine Falschaussage zu Last gelegt und sie nach Ihnen wird gesucht. Deswegen würde ich für so einen Schon Fall wieder wird nach mir gesucht, meine Fresse. Für so einen wollen Sie nach mir suchen. Ich davon abraten. Wie oft sucht die Polizei denn nach mir, meine Fresse? Okay. Das hängt von Ihnen ab. Wenn Sie das einfach die richtige Telefonnummer geben, dann ist alles super. Heftig, ne? Ja, okay, aber dann werde ich ja eh wieder in zwei Stunden gesucht oder so. Also okay, dann 735-5702. Ja, super, vielen Dank. Schön. Dann lasse ich Sie jetzt auch in Ruhe und wünsche noch einen schönen Abend. Hier, wissen Sie was, wie viele Liegestützen haben Sie denn heute gemacht? Ich habe heute noch keine gemacht, ich habe auch einen stressigen Tag hinter mir, ich mache auch keine mehr heute. Dafür gibt es erstmal ein Stück Fleisch, oder wie? Hätte ich jetzt welche gemacht, hätte ich mehr bekommen? Ja. Ah, Pech gehabt. Alles gut, klar. So, schönen Abend. Und, aber warten Sie. Bevor Sie gehen, kriegen Sie auch noch hier eine Sache, ne? Wenn sich was ergibt, dann könnte es natürlich sein, super, dass... Super, das ist auch großzügig. Dankeschön. Falls wissen Sie, warum Sie die brauchen werden? Sie dann auch nochmal befragen wird, beziehungsweise eigentlich... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Aber wenn Sie mal Ihre Uniform ausgezogen haben, sage ich Ihnen das gerne. Ah, ich bringe sie natürlich noch raus, ne? Höflichkeit und so. Alles klar, dann. Eigentlich ist die Versammlung. Alle Hangarounds und Member hier rein zu mir. Ich bin am Telefonieren. Telefonier schneller, der Chef ruft. Der Polizist war voll abgefuckt von mir. Oh, sorry. War ein bisschen viel Schwung. Oh ja, der liebt dich. Der hat dich richtig gern. Der hatte gar keinen Bock mehr auf mich. Ich hab dem 5 Minuten nur zugetextet, dass wir hier nicht mehr so viel in unserer Bar haben und dass wir jetzt mal neue Sachen bestellen müssen. Übrigens, wir müssen neue Sachen bestellen. Er hat mich nämlich gefragt, was ich gemacht habe während der Schießerei und das habe ich ihm gesagt. Eventuell ist überarbeitet. Ja, irgendjemand muss das auch machen.
Ah, übrigens, wir brauchen Cola, Fanta, Red Bull und Orangensaft. Kurze Frage. Wo ist der Typ von eben mit dieser gelben... Keine Ahnung. Notfallsanitäter. Ja, Notfallsanitäter? Ja, der wollte nicht mehr aufwachen. Ja. Der hat auch noch eine Pistole von uns. Ernsthaft? Ja, weil der Depp da vorne meinte, der musste ihm geben, damit er den verliert. Why? Das gute Auto gibt ihm, also nicht wundern, ne? Wow. Ohne Shit. Okay. Also, wir haben auch nicht mehr so viel Eistee und. Ja. Sind aber auch eine Bar. Und das ist ein bisschen eine Rocker-Bar, also da Eistee ganz vergessen. Wir haben auch nur noch 2 Margarita. Weiß egal, schwules Getränk. Und 4 Bacardi oder wie auch immer der Scheiß heißt. Wir haben auch nur noch 99 rum und nur noch 83 rum. Nur 83 rum. Pass auf, mach eine Bestellung fertig, sag mir, wie viel es kostet und dann gebe ich das Geld. Okay, wir brauchen auch noch Weizenbier. Ja. Und wir haben auch noch weißen Martini, davon haben wir 28 Stück. Ich weiß nicht, ob den jemand haben will. Keine Ahnung. Ja, oh. Hallöchen. Hopp mal bitte in die Werkstatt, bitte. Jo. Moment mal eben. Ah, der Typ ist auch, warte, den muss ich mitnehmen. Wow. Dann sag ich, geh heim. Krieg ich mein Steak wieder, das habe ich außersehen dir gegeben, anstatt dem Polizist. Ja klar, kannst du wieder haben. Danke. Ich hab davon nicht so viel. Glaubst du, er hat den... Wie viele Liegestütze hast du gemacht? 119. Das richtig. Denkst du, der Polizist hat das mit der Bandage verstanden? Nee, glaube ich nicht. Was soll ich machen? Ich nehme den Red stellen. Oh, in der Zeit mit John. Nehme den Red stellen, da. Okay. Oh, John, jetzt kannst du hier ein bisschen. Ja? Oh, du kannst mal hier hinter uns bleiben, jetzt kannst du zugucken und lernen. Yes, im Kopf, mein Lieber. Der kommt gleich. Also ist abwesend. Red, ich beichte dir, ich habe mit deiner Schwester geschlafen. Und deiner Mutter. Nein. John, weißt du, wie du die fesseln kannst? Noch nicht, nein. Ja, fessel mich, ja. Entschuldigung. Red, was machst du mit meiner Hose? Entschuldigung. Fesselst du mich jetzt auch noch? Hast du gesehen? Du musst mich noch. Wie fessel ich sie denn? Mit dem sechsten Finger steht das dann da. Pass auf. Oh, jetzt habe ich Angst mit dem langen Ding hinter mir. Will ich aber ihm aus? Ja, ich gehe mal zur Seite, warte. Kannst du mir ganz kurz noch helfen mit meiner Hose? Nein. Schade. So lassen. Alles klar, hab's. Wunderbar. Auch mitnehmen, nimm den mal mit. Gap, hol mal den Burrito bitte raus. Tragen. Ja. Und jetzt. Folge dem Danny. Ja, wichtig so eine Inventur, oder? Man muss ja wissen, was man hat. Red sollte auch seine Hose ausziehen. Red, du sollst auch deine Hose ausziehen. Dann gleich die Möglichkeit wählen, ins Fahrzeug setzen, okay? Was machst du dann? Gehst hinten ran und setzt dich ins Fahrzeug. Okay. Habt ihr die frischen Täter auf der Tat ertappt? Natürlich. Immer dasselbe Thema mit den neuen Verräterschweine. John, setz mich rein. Ich bin nur so Alles klar, ich rede rein. Geben den Gap, Hallo.
Jo, ja. Red, dir wurde deine Hose ausgezogen. Gap fand 4 oder ne? Jo. Red. Machen wir. Red. Red. Was ist los? Dir wurde deine Hose ausgezogen. Du. Was für eine Hose? Dir wurde geholfen, deine Hose halt mal die Klappe da hinten! Ich will nichts mehr hören am Rücksitz. Die Tür ist offen. Bremst mal. Bremst mal. Ja, ist so. Yeah. Ja, ein bisschen wiggle, dann geht das. Aber ich weiß gerade nicht, worum, wie was abgeht, ne? Also, ich weiß nicht, was wir dir jetzt machen. Ich schon wieder hin. Danny, wo bist du gerade noch weitergefahren? Das war ein teures Foto. Und tipp hier, das ist doch ganz nah hier. Ach, das, das Ding, ja. Übrigens, Gabriel. Ja. Wenn so Schießereien beginnen, kann ich mir da auch eine Waffe vom Danny holen? Ja, klar. Kannst du auch von mir haben. Kann ich dir rausholen. Alles klar. Dann weiß ich für dich da Bescheid. Ja, natürlich. Dafür haben wir die ja. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr hattet. Ja, eventuell haben wir gleich noch zwei neue. Warte. Ihr beiden nehmt die jetzt wieder raus. Wieso geht das wieder nicht? Ich krieg die Kerze. Mach mal bitte hinten, setz mal rein, mach die hintere Tür bitte auf. Ja, ihr seid nicht angeschnallt, oder? Nee. Oh, ich hasse es. Nee, geh du mal weg. Ich will dich nicht tragen. Ja, ich vergesse aus mich. Hier, hol dir den. Jum. Mach ich. Nein! Geh doch weg, Mann! So, jetzt hab ich den. Was ist jetzt mit den Handfesseln? Muss Danny fragen. Ich bin auch gerade ein bisschen überfordert. Kann John mir die Handfesseln abnehmen? Der Mensch ist jetzt auf der anderen Seite, ne? Kannst du die Carry, kriegst du nicht raus? Das geht nicht, hab ich schon probiert. Das geht nicht. Technik, die begeistert, ey. Könnt ihr irgendwie Fahrzeug räumen oder sowas? Wie ist mal aus? Und du kannst ihm auch die Handfesseln abnehmen, dann kann er selbstständig aussteigen. Vielleicht hebst du mich einmal hoch. So. Schön weitergehen. Ui, schön zum Wasser. Ich glaube, wir haben gleich zwei Plätze frei.
der andere? Ja. Wie soll ich denn da raufkommen, Junge? Lass den jetzt rüberspringen, der muss hier rüber. Gabriel, ich dachte, du musst von hier springen. Setz mich mal ins Fahrzeug, bitte. In das da? In das Boot. In das Boot. Wenn ich schon mal nach oben kommen würde, Junge. Und wirf mich bitte nicht ins Wasser. Der soll springen, der Affe. Ah! Ist der gerade echt. Alter, hat der einen Knall? Ist der gerade echt ins Wasser gesprungen? Ja, irgendwie klappt das nicht. Wieso will der denn schwimmen? Wo ist denn der überhaupt? Ist das bescheuert, ey. Der hat ertrunken oder was? Ja, der ist hier am Ufer. Holt ihn bitte raus. Ufer? Ufer? Der voll Idiot ist mit. Mit gekräften Armen reingesprungen, dass er nicht schwimmen kann, das ist völlig klar. Wo ist der denn lang? Am Ufer oder was? Hier ist aber keiner. Der ist hier aber nicht. Hallo, die ist von Bettywood, keine Ahnung. Ah, da, ich hab ihn hier vorne, kommt da. Der ist ein Schiff hier irgendwo. Ich wollte ins Fahrzeug setzen und dann ist er. Alles klar. Der ist ein Idiot. Das ist so ein Idiot. Weißt du, ich sage, er soll springen. Nein, was macht er? Ins Wasser. Gucken, ob das funktioniert. Komm, Junge! Spuck dir Wasser aus! Ja, mach mal mit, John. Ich hab dir ja gezeigt, wie das geht, ne? Ja. Mit deinem alternativen Auge. Ui, was macht die da Lustige? Komm weiter, alle Mann. Ich bin dabei. Das ist so blöd. Also, manchmal denke ich, der überlegt überhaupt nicht. War es der Red oder was? Ja. Ach Gott. Sollte ich ins Wasser springen, sollte einen Sprung nehmen und über die Reling springen. Und mach mit. Ja, hab ich. Ja, genau. Schön pumpen. Was sagt der Blutdruck? Wir machen weiter. Soll man mal einen Krankenwagen rufen? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Ja, bitte, mach das mal. Also manchmal habe ich das Gefühl, der denkt von 12 bis Mittag. Hä? Macht gar keinen Sinn. Was macht keinen Sinn? Was macht keinen Sinn? Krankenwagen rufen. Nein, dass er nur von 12 bis Mittag denkt. Ja, das heißt, der denkt gar nicht, mein Lieber. Ach so, Oh. Okay, Anton, leg dich hin, ich mach bei dir auch eine Massage. Ich weiß, dass es nichts bringt, aber. Junge, ihr scheiß Boot, was immer vor diese fucking Reling da ballert, Junge. Lol. Ja, hast recht. Das ist, Da liegt er einfach. Hast du MD gerufen? Ja. Nice. Also, ich hab Ambulante gerufen. Ambulante.
Ambulanke. Da ist Ambulanze? Hast du Ambulanke? Ambulanke. 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 Was machen wir hier eigentlich? Herz-Lungen-Massage. Warum Wasser macht er das von seinen Eiern? Das ist, kennst du nicht, das ist der Quetschball, um das Wasser rauszukriegen. Ja, ja. Davon brauche ich ein Bild. Ach du Scheiße. Ja. Und das bei den gelben Seiten, hast du keine Hände mehr, schwör ich dir. Ja, jetzt drückt er nicht die Bette. Was hast du mit meinem Hinter gemacht? Der drückt auf einmal. Was machst du da? Ich hab mich gerade entfesselt, Alter. Ja, ich zeig dir nur nebenan, wie das geht. Guck. Solchen also, Verbanden. Zu dem Chat zum Verbinden. Also verbinden kann ja, mit drei Leuten, den weiß ich wiederbeleben, nicht, kann den wiederbeleben. Er kann den wirklich wiederholen. Also, guck mal, Massage auf Knie, Alter. Gott, Junge. Sonst verlängert das dein Leben. Jetzt alle, fahrt ihr zur Tankstelle, holt euch eine Tüte Deutsch und dann kommt er wieder. Entschuldigung. Mach mal seine leichte Gehirnerschütterung weg. Ja, mach mal die Gehirnerschütterung weg. Mach dir mal so einen Schürf von am Knie dafür. Ich meine, was hat er da überhaupt so? Ich meine, Gehirnerschütterung kann es ja nicht sein, ne? Dummheit wahrscheinlich. Er ist ertrunken, Alter. Ganz einfach. Warum hat er denn eine leichte Gehirnerschütterung? Und wie ist er ertrunken? Ich war für 2 Sekunden weg. Der Typ ist einfach anstatt auf Brust gespringen ins Wasser gesprungen. Warum liegt hier Stroh rum und warum trage ich eine Maske? Oh oh. Oh oh. Oh. Warum liegt hier Müll und warum trägst du eine Maske? Das wird ein ekelhafter. Oh, John und Danny einfach im Takt, Alter. Guck mal. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Und ich immer dahinter so. Nö. 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 Kann doch nicht wahr sein, das hier. Steh jetzt auf, Junge, spuck das Kackwasser aus. Oh, fuck. Muss mich besser positionieren. Oh! Mann! Oh, da, ey, er ist wieder da. Weitermachen! Nur weil er nicht, weiß ich noch nicht, dass es ihm gut geht. Alter, ist der Druck, du Penner, Junge. Oder fast weißt du, warum? Weißt du, warum du wieder wach geworden bist? Der Schlamm von Antons Gesicht hat dich wieder wach geworden. Ich danke dir, John, fürs ins Wasser schubsen. Oh, wait. Hab ich im Wasser geschubst? Ja. Oh. Ich bin danke. Nur auf ins Fahrzeug gesetzt gegangen, dann bin ich immer ins Wasser gesprungen. Oh, soll ich den Dispatch beenden? Ja, mach mal. Wie mach ich das? Indem es beendet. Ja, lustig, danke. Ich spiele wieder Wasser. Ich weiß nicht, wie ich mein Dispatch beende. Was ist? Alter, Schnauze. Ich bin gerade hier, Alter. Hose ausziehen wieder, oder? Ah. Hä, aber dann sollte ich meine Maske aber auch wieder aufsetzen, ne? Alter, hallo! Die Typen, die reden mit uns nicht mehr, oder was ist denn los mit euch? Was ist denn los da unten? Wo bist du denn, Alter? Er hat doch gesagt! Den was? Wo bist du? Der liegt unten auf dem Grund! Du Rühn! Der ist unter uns auf dem Grund! Hier, vor uns, da! Jetzt ist er weg. Nee, da ist er. So, diesmal habe ich es geschafft schon. Rot. Wo ist Danny? Unter uns im Wasser. Ich versuche gerade zu tauchen, aber ich will ja nicht tauchen. Auf! Anton, geh mal weg, bitte.
Oder John, oder wer du auch immer bist. Ich versuche gerade aufzutauchen, er taucht nicht mehr auf. Jetzt, mein Gott. Ja, geh mal weg, bitte. Das ist eine Scheiße mit dem Tauchen. Hallo. Ich glaube, ich nehme mal offline Schwimmstunden, wa? Das ist so eine Scheiße im Schwimmen. John, bist du noch da? Lebst du noch? Ja, ich bin wieder oben auf dem Steg. Wunderbar. Der Medic Alter, hat... wenn jetzt noch einer absolvt, ne? Ich glaube, wir sollten das mit dem Wasser sein lassen. Das ist nicht unser Element. Hallo. Hallo. Er trinkt der Medic auch gerade. Versuch mal das Boot da irgendwie wegzufahren, dann habt ihr da mehr Platz. Ihr könnt auch einfach am Boot hochklettern, ne? Schwimmen auf die andere Seite. Dann könntest du grad ganz kurz nochmal ein, zwei Verbändchen wieder dran machen. So. Also irgendwie klappt das nicht, aus dem Grund, von Grund zu holen, ne? Das ist etwas unheimlich. Na, da ist alles gut hier. Na dann, merkt man. Komm, wir gehen mal hier ein Stück rüber. Ah, wie geht's Ihnen? Soweit ganz gut. Ich meine, so schnell sieht man sich wieder, ne? Ja, manchmal. Wie heißen sie eigentlich? Ich heiße Charlie Fuß. Charlie was? Fuß. Ah, okay. Das war ein bisschen sauber. Ich würde ihm empfehlen, die Tage mal ins MD zu kommen, dass wir das vernünftig versorgen können. Ich flick das jetzt nochmal kurz. Ja, das reißt irgendwie immer wieder auf, ne? Ja. Warum machst du das? Ja, wie gesagt, da müssen wir ein paar Wundnähte setzen, aber ich glaube, das darf ich nicht. Wo ist Ihr Kollege? Gabriel, ich würde an Land laufen. Oder schwimmen. Ja, da genau das mache ich doch jetzt. Ja. Ist doch besser. Kriegst dann nie hoch. Alles ah. Gut. Ich weiß nicht, wo er ist. Der wird gerade hier Richtung Land getragen. Der wird hier gerade Richtung Land. Warum machst du so einen Umweg, ey? Nicht, dann hört er nicht auf mich! Wer von euch Depp Matke hat eigentlich mit der MD-Tussi geflirtet? Das war bestimmt Anton. Ja, dafür kriegt er gleich eine, anstatt dir zu helfen. Kannst du den hier nicht hinlegen zum Wiederholen? Kannst du den hier nicht hinlegen zum Wiederholen? Sunny, hier unten! Anton, kannst du vielleicht auch mal helfen, anstatt mit irgendeiner MD-Lerin zu flirten? Jetzt mal ganz ehrlich.
Alter, was macht ihr denn? Also wenn selbst schon der MD am Verzweifeln ist, dann heißt schon was. Das Boot ist auch so ungelenkig. So, ich hab Danny. Sag mal dem MDler Bescheid. Anton, du stehst auch neben der. Medic, der ist hier oben. Der haben wir hochgeholt. Deswegen sag ich. Der ist total blöde hier von der Funktion. Den kann man so nicht transportieren. Ja, jetzt hab ich. Eben kurz. Ja, alles klar. Wir sind vorne wieder. Medic, komm, weiß Bescheid. Verbind dem mal seinen Kopf. Anton, ist auch echt super, wie du hier mithilfst, ne? Ja, aber kurz. Einer muss den Überblick behalten. Aber kurz, ich geh direkt an seine... Gehört. Direkt an die Ex ran, weißt du? Die Kinder müssen gerettet werden. Ja, ich komm. Muss mal eben meinen Kollegen retten. So, wir müssen wieder zu Peter ran. Nee, ernsthaft. Irgendjemand muss mir ins Gesicht schlagen, dann geht's ihm wieder besser. Anton macht die Druckballmassage. Und was soll ich machen? Die Druckballmassage. War kurz, ich kann mich umpositionieren, dann ist es noch effektiver. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ey, ich hab das Boot doch schon gut dahingestellt. Komm, Danny, drück dir die Nüsse weg. Boah, Danny, was machst du da mit deiner Zunge? Mach mal. Oh Gott, Anton, was machst du da? Wenn der Geschmack wird und dein Geschmack schmeckt nach Scheiße, dann weißt du warum. Falls du nachher nicht mehr so guten Atem habt, ihr wisst warum. Ja, der hat ja auch Haare zwischen den Zähnen dann, ey. Oh. Was? Du hast ja nicht ernsthaft ein Selfie gemacht, oder? Ich glaube, irgendjemand sollte mal ein Bild für gelbe Seiten machen. Ich habe nur ein Bild für die gelben Seiten gemacht, wie Danny Anton seinen Arschloch leckt. Weiß einer, weiß mit dem Medic ist? Ist der jetzt hinten ertrunken oder was? Nee, ja, der ist jetzt weggelaufen. Der liegt da hinten. Geiler Medic, Alter. Geiler Medic. Nice. So, die Dame ist ganz nett, ne? Ihr schafft es alleine, also, oder? Gabriel, du weißt, wen du auf die Fresse hauen wolltest. Ja, kriegst gleich einer auf Fresse, Junge. Warum das? Weil Flirt ist anstatt zu helfen, Junge. Ja, da ist eine Person neben mir auch ganz angepisst gerade auf mich. Ich glaube, Danny braucht einfach nur eine Zigarette. Das stimmt. Ich guck mal ob dahin, ob die Medics Hilfe gebrauchen, ne? Die... Da läuft zumindest eine. Anton, komm zurück, die kommt hierher. Boah, ich schwör's ja, ich nehme euch mal eine Shotgun und dann kann die Anton auch holen. Kann die Reste von dem Kopf hier einsammeln, schwör ich dir. Aber das Boot habe ich doch gut eingepackt jetzt, ne? Sorry. Ja, das stimmt. Boah. Also es geht, es knallt nicht mehr so doll. Heftig. Kann man ja den Puls checken, danke. Nee, ich mach nicht. Danny mit seiner Wunderzunge, ne? Ja, ich würde gerne, dass jemand haben, der mal hier den Puls checkt. Ja, nehmen wir ein bisschen ich Platz, mach. Macht irgendwie Ich mach eine Pulsmessung schon, alles gut. So, ich geh mal 35 hier weg. Puls, 37 Schläge. Boah, ey, ich find's so klasse, wie du einfach nur zuguckst, also kannst auch mal helfen. Ja genau, mach auf dem Boden weiter, das hilft dir bestimmt. Sieht auf jeden Fall spannend aus, was ihr da tut. Ich geb mal einmal Epinephrin. Ja, wir wollen doch nur helfen. Alles gut. Hatten nee, das was ihr hier macht. Nein. Ja, ist guck schon hier. Wieder. Wir haben es geschafft. Dank uns. Ja, macht alle weiter auf dem Boden. Bietet ihn an. Anton? Alles in Ordnung bei Ihnen? Wenn das erste Wort von Danny Anton ist, ich glaube, dann passiert was Schlimmes. Ja, aber gut, ich glaube, ich habe ein ganz großes Problem hier, ne? Einfach so alle mal rumdrücken hier. Wir alle haben dir geholfen. Bemüht. Ohne Quatsch, ja? Ich glaube, ich brauche ein Nichtschwimmerabzeichen. Also irgendwie ist meiner sehr enthusiastisch, der will nicht aufhören, wiederzubeleben. Gut, Danny, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Oh Mann. Gabriel, schlag mich mal. Dem kann der Red sich selber Anton. Über das Boot tragen, ey. Danke. Ey, macht der weiter? Ja. Ey, ich hab dich aus dem Wasser geholt.
Glaube ich nicht. Der hört nicht auf, er hat gesagt, ich soll ihn mal schlagen. Er hört nicht auf. Wir müssen auch ein Powernap machen, das Problem ist. Mach mal, drück mal den T-Muskel. Drück mal den T-Muskel. Den T-Muskel habe ich. Und dann mach. Wieder mit Kartoffel geflogen. Dann mach Slash im Mode Panel. Jetzt drück T-Muskel. Drück den scheiß T-Muskel, okay? Habe ich, Emotes Panel. Hast du? Ja, Emote Panel habe ich auch eingegeben. Und dann kannst du da die Mills App lächeln. Drück mal den Zauberstab oder sowas. Das funktioniert nicht bei der HLW, so, wenn ihr die wegnimmt. Da geht nur noch Powernap. Haha. Dann geht mal. Das ist das gleiche Problem, was ich gerade hatte. Wie ich da unten dem eben eine HLW geben wollte. Dann gehe ich mal kurz Powernap. Ich habe mich schon gewundert, was die da hinten noch machen. Leute, dann machen wir mal Powernap. Man wollte da nicht aufhören, der Jude Springer. Ah, so. Verbindung wieder da. Wunderbar. So schlimm ist es Gott sei Dank nicht mehr. Also so kleine Bugs halt durch das Wiederbeleben passieren halt, aber lag aber eher daran, wir haben quasi zwei Sachen gleichzeitig. Wir haben den versucht wieder zu beleben, anstatt abzubrechen, haben wir dann, hat die Medic dann den wiederbelebt mit einem Medikament und schon hast du einen Bug drin. Weil die Aktion ja nicht beenden konnte. So. Join wieder neu. Gucken, wo der uns jetzt joint. Da bin ich wieder. Ich, Junge. Schon genug Verzögerung hier. Aber immerhin war die Sonität drin. So. Ja, ich weiß. Was ist jetzt los? Ich bin durchs Schiff gebackt. Eben kurz euch eine Pause. Eben war John da. Bitte
von der Reling gefahren. Ja, dann muss nochmal zurückkommen. Bin ich auch losgefahren. Wir drehen. Das ist ein Drecksgebiet. Alter. Ne, ich stand mitten auf dem Schiff quasi an der Leiter und wollte hoch, aber blub, war ich weg. Ja, Dito, hatte ich auch gehabt. Wir warten hier auf dich. Wo seid ihr denn? Ja, schwimm an Land, wir kommen jetzt. Gleich. Alles klar. Doch, doch, das Schiff war noch da. Ist dem Gable auch gerade passiert, der hat auch dich gemacht. Und sorry, dass ich gerade ein Pausebildchen überlegen musste. Ich muss unsere Funkfrequenz eingeben und die darf keiner sehen. Jetzt können andere quasi sich in den Funk einhängen. Ja, ja, also Wasser ist in GTA echt so eine Sache. Heute hat Schwimmen. Ich hab keine Ahnung, wie die Schwimmsteuerung ist. Die einen sagen nach vorne. Ja, und danke, ist da was, der Rock. Macht's gut, schönen Abend dir noch. Kommt auf jeden Fall jetzt öfters GTA. Oh, Danny, komm jetzt mal hoch hier. Oh, der kann bitte scheiß schwimmen, ich hasse wie die Pest. Ja, genauso sehr liebe ich das Schwimmen auch. Ihr seht, Schwimmen in dem Spiel ist echt scheiße. Hört sich so ein bisschen das Handy an, was ich mache. Okay, danke. Warum bin ich jetzt wieder gefesselt? Ich kann diese scheiß Treppe nicht hoch. Ich nehme jetzt den Danny mit, den sehe ich. Okay. Mal das Boot. Kannst du mich hochcarryen? Komm mal her. Ich bin gefesselt. Ja, try einfach mal. Ich fessel dich dann jetzt gleich. Kannst du mich hier hochnehmen?
Ja, wunderbar. Ich hol den nächsten. Hast du den Anton gesehen irgendwo? Nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass er beide abgesoffen ist. Wo ist denn der andere? Der ist nirgends vor sich. Ich seh den nicht, den Anton. Ja, dann komm wieder hoch. Wie soll ich denn hochkommen? Das geht ja nicht. Du musst mich carryen nach oben. Ja, du gehst an die Leiter und dann... Nein, das geht eben nicht. Checkst du nicht, dann, das geht nicht. Dann carry ich dich hoch. Ja, richtig. Und dann guck ich doch mal, wo der Anton ist. Ja, wo bist du denn? Hier, wenn du runterkommst, hinter der Treppe. Ja. Andere Seite. Auf die andere Seite vom Boot, ich hol dich drauf. Ja, bin ich auf dem Weg hin. Ich bin hier auf der Seite. Ja, ich weiß, aber wir müssen von diesem scheiß Wasser weg. Kannst du tauchen? Selber. Wo ist der Anton denn runtergesprungen? Schon eine ganze Weile vor Danny. Ja, hier ist wo runtergefragt? Nicht mal weiter. Hier auf der Ecke ist er runtergesprungen. Hier. Ja, ich guck mal. Ich habe deinen Anker gesehen, aber Anton sehe ich nicht. Ich sehe Anton nicht. Haben wir uns in der Zeit bewegt? Fahr mal das Boot ein Stück zur Seite. Vielleicht liegt er genau da drunter und ich sehe den nicht. Bitte grab mir aber nicht in die Rotoren hinten rein. Am Boot, mal ein bisschen wegfahren. Okay. Habt ihr einen von denen jetzt? Also oberflächlich ist er zu sehen. Aber wir hatten ja einen Anker, also es wird nicht viel weiter gefahren sein. Ja, durch den Wellengang bewegst du dich aber trotzdem. Ja, aber nicht viel weiter. Du bewegst ja was gewesen. Dann leg dich nicht weg, weil du den Anker ja draußen hast. Ja, minimal schon. Ist halt Wellengang, ist normal. Weil die Kette ist ja auch nicht instant nur so kurz.
sehe den einfach nicht. Seht ihr den von oben aus? Nee, dafür ist das was für dich. Da hab ich halt erst einfach reingesprungen. Ich hab mich noch einen reingehauen, dann lag er auf der Reling und dann richtet er sich auf und springt auf das Wasser. Tja, dass er nicht nur auf der Reling ist. Nein, der ist nicht mehr hier oben. Ich hab ihn ja auch springen sehen. Er ist ja wirklich selber gesprungen. Pass auf, wir fahren jetzt einfach an Land rum und an Land ab. Ja, ich kann aber nicht draufkommen, ne? Doch, du musst hier, wenn du an die Leiter kommst, musst du einsteigen. Okay? Nein, das geht nicht. Probier's nochmal. Sonst schwimm an die andere Seite. Die taucht ab und zu mal ab, dann kann ich dich da hochziehen. Hier auf der Seite kann ich nicht drauf. Dann komm zur anderen. Ja, warte, gib mir eine Sekunde. Muss ich euch hier nächstes alle einen Schwimmkurs geben, oder was? Ich kann schwimmen, nur der Typ, der schwimmt hier nicht so, wie er soll. Ganz einfach. Ich komme ja nicht drauf. Geht nicht. Bin untergetaucht, Moment. Scheiße, auf die Leute zu warten. Das ist jetzt ein Meter, aber. Schau mal nebenbei an, wie der Reif rein. Hier drin geht's. Komm rein, komm rein. Gelb, komm rein, hier drin springst du nicht. Ja, kann ich gerade nicht. Gleich mit dir mit. Weil das hier vollkommener Blödsinn. Doch für euch alles, was ich hier nebenbei sehe, was ihr dabei treibt, darf ich ingame nicht wissen. Nur ich werde gucken, ob wir das schaffen. Oder was die da überhaupt machen. Also aktuell, der Blutweg, glaube ich. Der da auch Bescheid ist. Was klopfen wir? Thank you.
aus. Dann gehen wir schon mal runter zum Bier. Oh ja, da? Da rennt er einfach weg. Irgendeiner von uns ist mir gerade am Pier entlang gelaufen. Ja, das ist Red, der geht jetzt schlafen. Die hohle Fritte. Achso, okay. Kannst du schon mal mit dem fragen, ob du dort jemand Aufgabe kannst, also den Anfang? Ich habe für die Wagen oben keinen Schlüssel. Ah, da war ja was. Einmal, ich komme gleich wieder. So, vom Boot steigen, okay? Salut, Danny, move. Ja, war halt mau, die Scheiße. Schiff war nicht so gut, ne? Nee, war kacke. Wo Anton jetzt rausgefallen ist, habe ich auch leider nicht gefunden. Ich meine, ich kann schwimmen, ne? Ich kann echt gut schwimmen. Wie funktioniert das? Ich kann nicht schwimmen. Entweder sinke ich wie ein Stein oder bleib auf der Stelle stehen. Ja, kann ich dir so jetzt nicht erklären. Muss ich dir mal so erklären. Ja, muss ich mal so sagen. Weil aber es ist nicht gar nicht so schwer, wie du denkst. Gibst einen Trick bei garantiert. Aber erstmal lernen. Wo ist denn hier Red hin? Der ist da lang gelaufen. Der ist hier lang gelaufen. Vier. Okay. So, ich schlafe, Jungs. Jo, alles klar, Red. Dann wir hören uns morgen. Oder so. Guten Nacht. Ich muss mal ganz kurz was im Handy gucken, kleinen Moment. Wir hören noch eben kurz. Dann fahren wir jetzt gleich wieder hoch. Ich weiß gar nicht, wir sind mit Autos hingekommen. Naja, stimmt wahr. Naja, oben sind zwei Autos. Alle Dude, alle Dude. Danny im Kopf? Wahrscheinlich über intensiv das scheiß Boot nachdenken, ob der das verkauft oder so. Ich weiß es nicht. Kleiner uns zerschlagen. Ja, diesen Pisskutter, ey, fahr ich nicht nochmal. Also wenn der nochmal auf die Idee kommt, mit dem Kutter zu fahren, ist meine Antwort nein. Sag doch, Golf. Aber warte, ich habe eine SMS gekriegt, ich muss mal eben antworten. Alles klar. Alles klar.
So. Und wie ist dein erster Tag hier? Ja. Anders auf jeden Fall. Ja, war gut. Anders. Die Antwort hat mir gefallen. Die Antwort hat mir echt gefallen. Na, wie findest du deinen ersten Tag? Ja. Ja, war gut. Ich sag ja anders. Ja, das stimmt. Jetzt so im Vergleich zu der anderen Stadt ist auf jeden Fall gechillter und cooler hier, oder? Ja, es sind mehr Leute online. Ja, das auch. Es sind mehr Leute hier in der Stadt am Internet dran. Die schreiben die gelben Seiten. Das ist halt. Ja, das ist halt ein bisschen mehr Leben hier. Ja, du hast halt auf deinem Handy Online-Kontakte. Du hast halt Leute, die. Ja. Die schreiben, die schicken Nachrichten, das war ja alles Bomben. Ja, richtig. Bei der Altstadt. Ich weiß. Lass uns mal den Typen suchen. Ja, Red hat sich hingelegt, ne? Das weiß ich. Alter, wenn du mich nochmal fragst, sollen wir mit dem Kutter fahren, ist meine Antwort, leck mich. Der Kutter schuld, das ist erstmal derjenige schuld, der meint, er muss mit, muss gefesselt ins Wasser springen. Ja, mach ich auch immer, wenn ich keinen Bock auf meinen Life hab. Dann rennt man ihm hinterher. Jetzt trinkt selber dabei. Ja. Und Anton dasselbe. Weißt du, er lag auf der Reling, alles gut, er musste aufstehen, ich stand auf. Also beim nächsten Mal, wenn du irgendwas im Wasser sagen willst, ist die Antwort nee. Ja, wie gesagt, hätte einfach stehen bleiben müssen. Nein, er springt nochmal. Ja, scheiß drauf. Und die ganze Zeit gegen die Strömung kommst du nicht an. Ich hoffe, das Notfallteam hat den wenigstens gefunden, weil ich habe den nicht mehr gefunden. Und ich kann echt gut schwimmen. Gut, das nächste Mal machen wir die unfallfreie Version und fahren in die Metzgerei oder so. Ich dachte einfach, das wäre cool. Nächstes Mal fahren wir in die Wüste, Junge. Ich schwör's dir, ich buddel den bis zum Kopf in Sand, ist mir auch scheißegal. Ja, einer kann bei mir mitfahren oder bei Danny, kannst du dir aussuchen. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß, Danny stinkt. Halt die Schnauze. Was hast du gesagt? Machen wir mal. Tanke wäre auch nochmal ganz nice. Haben wir auf dem Weg. Ich habe übrigens Kohle in den Tresor getan, die musst du nur eintragen, darauf habe ich keinen Zugriff. Du meinst die Kohle vom Vater? Muss ich schnell, ja. Ich hoffe, du hast dich angeschnallt. Bei deinem Fahrstil, ja. Ja, ich hab nur gefragt, ob der John sich angeschnallt hat. Der weiß ja, wie ich fahre. Lass dich warten, unter aller Sau. Das noch geprahlt. Also ich hab das starke Verlangen, den Helm aufzuziehen, wenn er fährt. Aber das hilft ihm auch nicht. Ich fahr mit dem Scheißwagen einfach nicht schnell. Weil der ist echt bescheuert zu lenken, sag ich dir. Der Burrito. Ist halt ein Van, ne? Ist halt. Ja. Ist ja also keine Rennsäule, ne? Wendekreis wie keine Ahnung, ey. Panzer. Ich muss erstmal drauf klarkommen, John, weißt du, dass wo du die Stadt gewechselt hast, die Identität gewechselt hast, aus Gründen. Aus Gründen, ja. Muss ich erstmal drauf klarkommen, dass John sagt. John hieß es doch vorher. Da schließe ich mich an. Den kennen wir doch. Ja, richtig, war doch dieses ertrunkene Wasseropfer, ne? Richtig, genau. Kannst du ruhig sitzen bleiben. Wenn es warm wird, steige ich aber aus, ne? Nee, wenn es bleibt, sitzen. Nee, du musst aussteigen. Nee, doch nicht. Du musst nicht aussteigen. Bist jetzt fertig? Hast du jetzt? Aussteigen, einsteigen? Ja, keine Ahnung. Nimm mir ein Heft aus dem Handschuh, behalte die Schnauze. Sind aber nur Schmuddelheftchen drin. Ja, deswegen sage ich ja. Aber die Seiten kleben. Ja, ich weiß. Mit Absicht.
Also tanken macht mich arm, Jung. Das sage ich dir. Bei den Spritpreisen? Ja. Ein Langnese-Schild, Junge, jetzt aus wie so ein Langnese-Schild. Ich brauche auf ein Eis. Jo, Danny, wir können weiter. Fahr weiter, ich muss mich um was kümmern. Wir holen uns ihn ein. Ja, ich weiß, der ist um einige schneller. Müsstest du nachher Danny mal vorhin ein Motorrad oder so, auch eins bekommen? Ja, kriegst du auf jeden Fall noch. Kannst du ja, hast ja mal geguckt durch unseren Katalog? Noch nicht, nein. Würde ich dir mal empfehlen und dann sagst du mir Bescheid, dann gucken wir mal. Das machen wir schon mit dem Bike. Damit ich immer hinterherfahren kann. Ja, ist gut. Ich wollte gerade fragen, wo fahren wir nochmal hin, aber wir fahren ja Richtung MD. Ich wollte gerade mal gucken, ob der Anton. 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 Musst du irgendwas mit A. Ob das Notfallteam ihn da hingebracht hat, schauen wir mal. Ja. Musst du dir selbst deine Nummer geben, ich kann es nicht erreichen. Wenn du unter den die App mit den Dispatches hast, hast du auch die Jobdings, ne? Ja. Ja, die habe ich auch. Wenn du da drauf gehst, auf unseren Namen, Reaper, und oben auf die drei Striche, dann kannst du unten bei den Männchen, siehst du die Mitarbeiter, dann kannst du die anrufen. Ah, okay, brauchst du einen Nummer quasi. Dann brauche ich quasi keine Nummer anspeichern, wunderbar. Da, doch, wenn er dich anruft, siehst du aber den Namen nicht. Ja. Aber da kannst du den jetzt, könntest du den mal eben anrufen und fragen, wo der ist. Kann ich nicht machen, ja. Ich glaube, der schläft. Okay, geht er nicht dran? Oder der hat kein Handy bis jetzt? Meins hat verloren, oder? Kann sein, im Wasser oder so. Kaputt, weißt du? Könnte auch sein, ja. Ja, oh. Lass mal eben gucken. Müssen wir am MD einfach mal warten. Ja, es gibt ja noch ein MD. Es gibt ja zwei. Aber das andere ist auf der Karte nicht. Also auf Google Maps nicht eingetragen. Das ist nicht besetzt, das ist das MD vom Notfallteam. Okay. Oh Gott, Stoppschild. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht hast mehr. Hast du Stoppschild, ne? Was ist das denn hier? Das ist... Kino. Eine Bank. Na komm, wir fahren erstmal zum normalen MD und gucken mal. Das müsste ja irgendwo hier rechts in die Richtung sein. Ja. Vorne ist das PD. Hier links ist was? Ist doch hier. Ja, gleich halt links im Medical Center. Krass, hier ist das andere. Tschüss Schild, ich hasse dich. Hier ist richtig. Hier ist das andere MD, was ich meine. Vom Notfallteam. Ich guck, fahr mal eben hier rum und guck, ob der hier irgendwo sitzt. Soll ich mal reingehen? Ja, hab ich die Jungs nämlich letztes Mal auch abgeholt. Soll ich mal reingehen? Nee, nee, der müsste hier draußen irgendwo stehen, alles gut. Wenn überhaupt. Das ist eine gute Frage, ja. Er hat ja kein scheiß Handy, kann ich ja nicht anrufen. Ja, die scheint draußen gerade zu sein.
Dann fahren wir zum anderen MD. Ich markiere mir das mal eben auf Google, warte. Soll er da abnehmen? Nee, nee, bis jetzt noch nicht. Wir waren jetzt bei dem Notfall-Emergency. Ich fahre zum richtigen MD. Da bin ich gerade, da fahr ich jetzt hin. Ich bin auf der Kreuzung. Ja, okay, ja, okay, ich komm dahin. Wieder geblitzt worden, was eine Scheiße. Okay, ich bin ja, der Prospect gefahren, machen wir nicht mehr wieder hier am Dings. Am Pier? Nee, nee. Nie immer, wieder. Immer am Land, immer am Land. Ja, ja. Definitiv. Ah, ich weiß, wo wir sind. Jetzt muss ich einmal rumfahren, genau. Scheiß Blitzer, Alter. Ja, bin fast da. Haben wir den jetzt wieder gefunden hier. Da fahren wir nach oben, oder was? Ja, ich fahr schon mal vor. Holt mich eh ein. Dann fahren wir jetzt nach oben. Ja. Und dann gucken wir mal, kriegst du eine neue Kutte eher? Du kriegst in der Woche, wenn du dich gut anstellst, eine neue. Ist immer so im Wochentakt. Ja. Heißt nächste Woche Montag, dann wird erstmal abgestimmt, ob oder nicht. Dann bist du Prospect. Nach Prospect kommt dann Member. Und wenn du Member bist, kannst du dir noch eine Side-Rocker verdienen, wenn du einen Kopf abknallst. Oder eine andere geile Aktion passiert, okay, kannst du dir noch eine andere Kutte verdienen. Die, die ich auch an hab. Mhm. Und oder du kannst noch ein Amt bekommen. Ich bin zum Beispiel Sergeant at Arms. Komm mit der Zeit alles. Richtig. Nur damit du so weißt. Mhm. Wir haben in den Excel-Tabellen auch so wie so eine Art Guideline drin. Da steht auch drin, was die einzelnen Rollen so für Rechte haben, was die machen und sowas. Ja. Hat halt schon alle Struktur der Club, ne? Hat aber nichts zu tun mit unserem Tagesgeschäft, ne? Mit dem Reparieren das alles. Ja, dann musst du mir so mal gucken oder zeigen, wie das geht. Ja. Musst du auch die Rechte für haben, das kommt auch noch hinzu. Sonst kannst du die Bikes nicht kaufen. Deswegen war aktuell, weiß ich ja noch gar nicht, was ich zu tun habe. Ja, du guckst jetzt, die erste Woche guckst du jetzt in den Verkauf rein, die zweite Woche guckst du den Mechaniker rein, dann sagst du, was du haben willst und nach der Zeit, das andere kann man immer machen. Ist nicht das Problem. Erstmal die Bikes, das Problem ist halt, wenn ihr die Tune und die Designtechnik verändern, ist natürlich schwer. Ja, richtig. Genau. Aber dafür gibt es ja unseren Katalog. Ja, aber trotzdem gerade schwer bei der einen Maschine das rauszufinden. Na, das stimmt, weil die halt extrem. Oh. Die war halt extrem verändert, ne? Ja. Da war ich ein bisschen zu schnell für die Kurve, du, ey. Kannst du halt ja ordentlich Sprit schluckt? Ja, du siehst das nicht. Aus der Perspektive, ich sehe den Tankdings, der ist noch voll. Okay, bei mir ist der nämlich schon wieder fast halb leer. Ist nicht schlimm, ist aus der Perspektive für dich nicht lesbar. Okay. Hat was zu tun mit einem Blickwinkel, weißt du? Lass dich, warte, wir gehen eben zum Parkplatz, ich parke das Auto eben ein und dann. Es geht mir schon wieder ab. Park einfach hier, park einfach hier. Ach scheiße, ist echt weg, ist aber schade. So Jungs, wenn ihr gerade ausgeschieden habt, zeige ich euch noch kurz was. Warte. Also, aber Junge, du wartest, bis ich den Motor ausmache, so ist richtig. Hey Jungs. Kappa noch einen Meter. Hi. Kappa noch einen Meter, also. Folgende Sache.
hier wird morgen ein Schild stehen. Ihr müsst schon weggehen, damit ihr euch zeigen könnt, wenn ihr mir vor mir steht. Du hast gesagt, ich soll rankommen. Also, hier wird morgen ein Schild stehen mit Legalized Marihuana. Okay. Er hat es erzählt, ne? Wir werden zwei Totenköpfe mit Sägeblättern auf den Mauern drauf haben, jeweils links und rechts von dem Tor. Ja. Da hinten, wenn der Anton mal ein bisschen weiter nach hinten tritt. Anton, verpiss dich doch einfach mal, ja. Weißt du? Hinten auf der Ecke werden wir ein Park-Hier-Schild haben, das heißt, dass das auch endlich als Parkplatz hier ausgeschrieben sein wird. Ja. Dann bei meinem Haus kriege ich zwei Baumstämme und ein Lagerfeuer plus eine Jukebox. Okay. Und, jetzt kommt mal mit, das ist das Beste. Er ist in die Church wegen Anton seiner Kutte. Wo ist Red? Red ist schlafgegangen. Oh, wow. Geht ruhig weiter, ich mach die Tür zu. Bitte. Weiter, weil. Weil nächstes Mal kannst du auch warten, bis ich durch bin. Oh, Anton, Junge. Hm? Du provozierst aber auch, ne? Er macht gar nichts. Heute hat er echt. Anton, ey. Sackratten hat er heute. Ey, ich hab dir gesagt, was los ist. Ach, Anton. Also, okay, hör zu. Die Kiste da kommt weg, die Reifen kommen weg. Ja. Der People da vorne, den ich gerade nicht sehe, kommt weiter in die Ecke. Mhm. Ich krieg so einen Chefsessel da am Kopfende. Kommen vielleicht hier Stühle hin. Hier vier Stühle und hier unten kommt einer, der so ein bisschen schräger steht. Okay. Ja, das wird morgen Nachmittag drauf sein. Okay. Ja. So. Jetzt muss ich erstmal den Anton erschießen, weil das fresh ist. Nein, Quatsch, was ist. Yeah, hier, pass auf. Hier, hol dir hier die Kutte. Das ist die Prospect-Kutte. Und dann gehst du dich umziehen, machst du auf, wieder klar. Da, Prospect. Ui, mein Gott. Guck mal hinten drauf. Ui, ich bin ein Prospect. Ja. Und hier kann ich mich auch als Mechaniker umziehen, ne? Ja. Wenn du das auf den speicherst, kannst du das auch machen. Nee, mach die Prospect-Kutte und dann gehst du rüber und speicherst das Ganze ab. Mit deinem neuen Outfit. Okay? Muss ich dir in die Eier schießen? Mann, ich brauch die heute noch. So, eigentlich hat's mich geil aus, oder? Ja, ich kann da nicht. Ich kann da ja, schauen wir mal, wie es dann im Endeffekt aussieht. Gucken wir mal. Aber ohne Quatsch, wir machen nie wieder Beförderung auf Wasser, Junge. Nee. Ja, echt? Auf gar keinen Fall. Nicht, wenn ihr vorher bei mir nicht das Schwimmabzeichen erlernt habt. Bei dir. Ey, ohne Quatsch, ich kam nicht voran, ne? Das ging gar nicht. Das ist nicht schlimm. Also eigentlich kann ich voll gut schwimmen, aber ich weiß auch nicht, was da passiert ist. So, zur Strafe bleibst du eine Woche lang so, schwöre ich dir. Ich will mich umziehen. Nee, ja. Du schieß dich nicht um. Komm, geh dein Auto holen. Yay. Ey, Danny, ich wollte nochmal mit den Outländern reden. Schon heute. Wieder. Ja, morgen. Ja, die machen schon eine Ausnahme. Die wollten bei mir auch eine Ausnahme machen. Aber dann hat sie Kohle durch. Und einer macht auf. Das ist zu. Ich schreibe mal ein Dispatch, ob die noch da sind, dann kann ich das eventuell jetzt noch klären. Ja. Hast du die Nummer von John Rice? Nee, hab ich nicht. Scheiße. Aber guck mal in unserer Datenbank, da dürftest du sicherlich finden. Ach, nee, hab ich jetzt keinen Bock zu suchen, dann mach ich das morgen. So, ich geh jetzt aber auch ein anderes Hemd holen. Komm, wir gehen alle uns umziehen. Yay, Umziehparty. Wo wollt ihr fahren? Nur fahren, verstanden. Wo wollt ihr hin? Ach, zum Klamottenladen. Ich brauch ja nicht mitkommen, ey. Seinen Klamottengeschmack, ey, brauchst du auch nicht zum Klamottenladen fahren, ey. Schwöre ich dir. Ja. Wenn du dich langsam hinlegen musst, sag Bescheid, ne? Alles gut. Okay. Ich schreibe jetzt mal den scheiß Outlander. Ich ruf den einfach mal an. Ich hab da irgendwo mein. Wo ist mein Handy, Junge? Weiß nicht. Ich mach mal ganz kurz einen Powernap. Bin gleich wieder da. Alles klar. Ja, warten wir mal auf den. Verschwebt sein Handy.
ja. Warten wir mal. Müsste jetzt gleich wieder da sein. So, John. Normalerweise sind die Tage nicht so chaotisch. Ja, alles gut. Wasserscheiße, ne? Die rieb ich gerade richtig auf, dass es so schief gegangen ist. Wasser ist echt so eine Sache bei mir auch. Ja. Ich kam nicht hoch. Keine Ahnung. Vielleicht war es ja so, ich weiß es nicht. Ja, ich kam ja schon am Pier nicht hoch. Also, warte, ich muss nochmal mein T-Shirt umziehen. Ich finde das T-Shirt scheiße. Ich warte auf. Auf Gabriel, dann müsst ihr auch jetzt wirken. Mach grad einen Powernap. So, ist Danny wieder hier? Ja, der ist mal nochmal weg. Wo ist der denn hin? Dem gefällt das T-Shirt auch nicht. Oh. Gott, Junge. Der hat aber auch immer eine lange Leitung, du. Tja. Schlimmer als eine Frau. Ja. Oh, Danny, bist du schon wieder zum Klamottenladen oder was? Ja, ja, bin ich. Also, wenn mich jetzt einer nach dem IQ fragt, ist geil. Ja, ich würde jetzt gleich mich schon hinlegen. Wenn du willst, kannst du gerne noch in den D-Funk kommen. Da können wir noch mal kurz talken. Ja, denke ich. Augen und Ohren kannst du dabei auflassen, ist gar kein Problem. Ja. Das gleiche sage ich jetzt noch mal eben Danny. Ja, und Danny, ich wollte mich jetzt gleich hinlegen. Wenn du willst, kannst du auch noch bei mir in den D-Funk kommen. Wir können dann noch mal talken, wenn du magst. Ja, können wir gerne machen gleich. Ich gehe nämlich auch gleich. Gut, dann lege ich mich schon mal mit John schlafen und du kommst gleich nach. Ja, ich lege mich euch ins Bett. Ja, sag mir einfach Bescheid. Ja, okay. So, ich würde mich jetzt hinlegen in... Jacob, du auch, ne? Ja. So, du weißt ja wieder. Ich mach zu, warte. Alles klar, dann sage ich bis gleich. Bis gleich. Dann gehen wir hier auch schon mal raus. Ja, Leute, dann war's dann für heute. Ich denke mal, die Tage werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Aber jetzt natürlich die Woche spät, muss ich nochmal gucken. Wie ich das Zeit schaffe. Wenn ich online komme, dann frühestens 21 Uhr. Deswegen wird auf jeden Fall jetzt öfters gespielt, auch mit dem Phoenix zusammen. Habe ich mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir gerne Sachen in die Kommentare, im Chat, was ihr sehen wollt, was wir machen sollen, in welche Richtung sich mein Charakter entwickeln soll. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kommt alle gut ans Liegen und wir sehen uns die Tage. Ciao!